Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet. Bevor ich in die Tagesordnung einsteige und die Tagesordnung aufrufe, habe ich folgende Mitteilung. Die Fraktionen haben sich mehrheitlich darauf verständigt, dass die Sitzungen bis zum 31. Januar 2022 ein 3G-Konzept gilt. Das bedeutet, dass Zutritt zum Plenarsaal in der unteren Ebene ausschließlich die Personen haben, die vollständig gegen das SARS-CoV-2-Virus geimpft sind, von einer Corona-Erkrankung genesen oder aktuell negativ getestet sind. Der geimpft-, genesenen- oder getestet Status ist nach Maßgabe meiner Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht und zur Geltung der 3G-Regel vom 8. November 2021 als Zutrittsberechtigung zur unteren Ebene des Plenarsaals, zur West- und Abgeordnetenlobby durch entsprechende Zertifikate nachzuweisen. Geimpfte haben darüber hinaus die Möglichkeit, den Nachweis durch ein auf ihrem Abgeordnetenausweis angebrachtes Hologramm zu erbringen. Diejenigen Abgeordneten, die einen solchen Nachweis nicht erbringen oder trotz Nachweis mit Abstand sitzen möchten, haben die Möglichkeit, unter Wahrung des Abstandsgebots auf den Tribünen an der Sitzung teilzunehmen. Mikrofone sind dort vorhanden. Auch Wahlen und namentliche Abstimmungen finden für diese Abgeordneten auf der Tribüne statt. Bitte beachten Sie, dass weiterhin die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung gilt. Diese kann am Sitzplatz, am Rednerpult, an den Saalmikrofonen abgelegt werden. Sofern Sie hier im Plenum einschließlich der West- und der Abgeordnetenlobby gegen diese Zutrittsregeln, die Nachweispflicht, die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung sowie das für die Abgeordneten auf den Tribünenplätzen geltende Abstandsgebot verstoßen, kann dies mit den Mitteln des parlamentarischen Ordnungsrechts geahndet werden. Wir kommen nun zur Abstimmung über die Anwendung des 3G-Konzeptes bis zum 31. Januar 2022. Wer stimmt dafür? Das sind die Fraktionen Die Linke, SPD, Bündnis 90 Grüne, CDU, CSU, FDP. Wer stimmt dagegen? Die AfD-Fraktion. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist das 3G-Konzept als Teil unserer parlamentarischen Ordnung beschlossen. Nun kommen wir zur Tagesordnung. Für die heutige Sitzung konnte zwischen den Fraktionen keine Tagesordnung vereinbart werden. Die Fraktion der AfD hat dem Vorschlag der anderen Fraktionen widersprochen. Ich habe daher den Bundestag mit der vorgeschlagenen Tagesordnung einberufen. Nach § 21 Absatz 3 der Geschäftsordnung ist für die Genehmigung der Tagesordnung ein Plenarbeschluss erforderlich. Interfraktionell ist vereinbart worden, zum Tagesordnungspunkt 7 einen Antrag der Fraktion der AfD zum Thema Heiz- und Stromkostenanstieg aufzusetzen. Außerdem hat die Fraktion der CDU/CSU eine Aktuelle Stunde mit dem Titel Klimagipfel in Glasgow, stockende Verhandlungen in Berlin, Haltung von SPD, Grünen und FDP zur künftigen Klimapolitik verlangt, die nach Tagesordnungspunkt 8 aufgerufen wird. Vor der Abstimmung über die Tagesordnung wird von der Fraktion der AfD das Wort zur Geschäftsordnung gewünscht. Das Wort hat, muss mal eben gucken, der Herr Dr. Baumann. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Koalitionsgespräche ziehen sich. Bei wichtigen Themen ist die Uneinigkeit groß.
Die Meinungen gehen weit auseinander. Schon in der letzten Sitzungswoche musste ich hier eine Geschäftsordnungsdebatte führen, weil Sie der AfD ihren legitimen Anspruch verweigerten, hier im Bundestag den Alterspräsidenten zu stellen. Denn auf eines können Sie sich hier immer einigen, meine Damen und Herren, die parlamentarischen Rechte der AfD zu schleifen. Aber schlimmer noch, in der vergangenen Sitzung wählten Sie die Vizepräsidenten des Bundestages neu. Jede Fraktion hat laut Geschäftsordnung einen Vizepräsidenten. Jede bekam auch einen, nur die AfD nicht. Seit 4 Jahren geht das jetzt so. Mit all diesen unfairen Machenschaften kriegen Sie uns aber nicht klein, meine Damen und Herren. Wir setzen uns trotzdem durch. Aber deshalb ließen Sie sich jetzt etwas noch perfideres einfallen. Nun geht es um den parlamentarischen Kernbereich. Es geht um die Redezeiten. Denn Sie, die anderen Fraktionen, haben beschlossen, plötzlich die Debattenzeiten und damit die Redezeiten zu ändern. Wir haben ja im Bundestag grundsätzlich 2 Formate für die Debatten. Ein kürzeres, in dem ungefähr 3/4 aller Aussprachen hier laufen, und ein längeres für besondere Themen. Für die kürzeren Debatten haben Sie jetzt beschlossen, diese sollen künftig 31 Minuten lang sein. Wieso 31? Das längere Debattenformat setzen Sie plötzlich auf komische 67 Minuten. Hallo? 31 und 67 Minuten für Debatten hier im Deutschen Bundestag? Warum diese völlig willkürlichen und krummen Primzahlen? Wie kommen Sie auf so krumme Dinger? Ich kann Ihnen sagen, woher das kommt. Das sind genau jene Minutenzahlen, die die AfD maximal benachteiligen und die anderen bevorzugen. Das ist der einzige Grund. Es gibt keinen anderen, meine Damen und Herren. Denn bei diesen krummen Minutenzahlen hat die AfD nach dem Bundestag hier üblichen Zähnlack-Schepers-Verfahren bei Standarddebatten nur noch 3 Minuten Redezeit. Zu Beginn der Legislatur hatte unsere Fraktion noch, der letzten Legislatur, noch 5 Minuten. Da waren es plötzlich nur noch 4. Jetzt mit den aktuellen krummen Zahlentricks nur noch 3 Minuten, während andere Fraktionen hier zugleich optimale Redezeiten haben. Mit solchen Schlichen, meine Damen und Herren, die Sie in Hinterzimmern gemeinsam aushecken, beschneiden Sie nicht nur die Redezeit der einzigen konservativen Opposition hier im Haus. Sie entwerten auch die Stimme von Millionen Wählern, deren Anliegen und Interessen hier systematisch klein gehalten und an den Rand gedrängt werden sollen. Übrigens wollen auch die Kollegen von der CDU heute sich beschweren über die Geschäftsordnungstricks der neuen Ampelmehrheit. Hört, hört. Die CDU sei benachteiligt worden bei der Ausschussbesetzung. Liebe Kollegen von der CDU, ausgerechnet Sie reden sich plötzlich auf über Benachteiligung. 4 Jahre lang haben Sie doch selbst mitgemacht bei der schlimmsten Benachteiligung einer Oppositionsfraktion in der Geschichte des Deutschen Bundestages, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Als nächste Rednerin für die SPD-Fraktion Gabriele Kaczmarek. Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will mal wieder versuchen, ein Stück Ordnung hier gleich am Anfang hineinzubringen, weil es ist unerträglich, das will ich Ihnen sagen. Das haben wir 4 Jahre jetzt erlebt. Wir haben es 4 Jahre jetzt erlebt, dass Sie sich hier immer wieder hinstellen als diejenigen, die von den anderen gegängelt, hintergangen, hintertrieben werden und sich als Opfer der Demokratie, muss man dann ja sagen, darstellen. Das ist mitnichten der Fall, meine sehr geehrten Damen und Herren. Jede Fraktion hier in diesem Hause bekommt, wie es ein guter Brauch ist, entsprechend ihrer Größe nach der Wahl auch eine entsprechende Redezeit. Das gilt auch für die AfD, und das werden Sie zur Kenntnis nehmen müssen. Daran wird sich nichts ändern. Sie können sich hier weiter aufplustern. Das haben wir 4 Jahre schon erlebt. Sie können sich hier aufplustern. Sie können sich hier hinstellen und immer wieder behaupten, Sie sind diejenigen, die das Volk hier in Deutschland vertritt. Ich sage Ihnen, nein, Sie sind es nicht. Sie müssen die Wahlergebnisse auch zur Kenntnis nehmen. Das gehört auch dazu, wenn man hier in diesem Parlament vertreten ist. Wir haben uns gemeinsam auf eine Redezeit verständigt,
Und ich weiß nicht, woher Sie das Recht ableiten, dass Sie als die fünfstärkste Fraktion genauso viel Recht beanspruchen wie die FDP als viertstärkste Fraktion, was die Redezeit betrifft. Ich weiß gar nicht, woher Sie dieses Recht ableiten. Aber wir haben es ja bisher immer wieder erlebt, dass Sie die Realität verdrängen, dass Sie ein Kasperletheater machen. Aber ich kann Ihnen eins sagen, das können Sie gleich in den ersten Debatten hier zur Kenntnis nehmen. Die demokratischen Parteien dieses Hauses werden es auch in der Zukunft nicht zulassen, dass Sie hier ein Kasperletheater veranstalten. Das werden wir 4 Jahre lang verhindern. Wir wollen für die Menschen die Politik in diesem Land machen, alle demokratischen Parteien. Das werden wir umsetzen. Wenn Sie da nicht mitmachen, müssen Sie das rechtfertigen. Wir werden es nicht tun. Wir bleiben bei der Entscheidung. Die Redezeit wird entsprechend der Größe des Deutschen, der Fraktionen hier im deutschen Parlament aufgeteilt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Damit kommen wir zur Feststellung der Tagesordnung der zweiten Sitzung mit den genannten Ergänzungen. Wer stimmt für diese Tagesordnung? Das sind die Fraktionen Die Linke, SPD, Grüne, Union, FDP. Gegenstimmen? Die AfD-Fraktion. Enthaltung? Keine Enthaltung. Damit ist die Tagesordnung so beschlossen. Ich rufe auf die Tagesordnung 1a bis 1c, Beratung des Antrages der Fraktionen SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP zur Einsetzung eines Hauptausschusses, eines Petitionsausschusses sowie eines Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung, sowie Beratung des Antrages der Fraktionen der SPD, CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP und AfD mit dem Titel Bestimmung des Verfahrens für die Berechnung der Stellenanteile der Fraktionen und Beratung des Antrages der Fraktionen der SPD, CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP und Die Linke mit dem Titel Zeitplan des Deutschen Bundestages für das Jahr 2022. Zu dem Antrag der Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP zur Einsetzung eines Hauptausschusses, eines Petitionsausschusses sowie eines Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der CDU-CSU vor. Für die Aussprache wurden eine 3-Minuten-Runde beschlossen. Ich eröffne damit die Aussprache und das Wort als erstes hat Marianne Schieder für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bundestag wird heute die Einsetzung eines Hauptausschusses beschließen. Das ist geübte Praxis. Bereits 2013 und 2017 hat der Bundestag direkt nach der Wahl einen solchen Hauptausschuss eingesetzt. Der Hauptausschuss soll den Zeitraum bis zur Konstituierung der ständigen Ausschüsse überbrücken. Er kann Vorlagen beraten, die ihm vom Plenum überwiesen werden, und er kann Beschlussempfehlungen für das Plenum erarbeiten. Damit sichert der Bundestag in einer Übergangsphase seine Handlungsfähigkeit. Es sollen diesem Ausschuss 31 Mitglieder angehören und natürlich kommen dazu auch 31 stellvertretende Mitglieder. Die CDU-CSU-Fraktion möchte nun, dass nicht 31, sondern 39 Mitglieder in diesen Ausschuss berufen werden, mit dem Hauptargument, dass vor 4 Jahren der Hauptausschuss auch größer gewesen wäre, nämlich 47 Mitglieder gehabt hätte. Natürlich wäre das eine gute Lösung für die Union, weil sie damit 3 Mitglieder mehr benennen könnte. Ich glaube aber, dass 31 Mitglieder für den Ausschuss, für den Hauptausschuss vollkommen ausreichend sind und möchte das auch begründen.
Der Hauptausschuss wird voraussichtlich nur zweimal regulär tagen und zudem zwei Anhörungen durchführen. Er wird nur zwei Gesetze, zwei Verordnungen und eine Vorlage beraten. Und dafür, meine ich doch, sollten 31 Mitglieder ausreichen, zumal es ja auch, wie von mir schon erwähnt, 31 stellvertretende Mitglieder gibt. Der Hauptausschuss wird zudem nur kurz bestehen. Das war 2017 auch anders, weil aufgrund der schwierigen Regierungsbildung damals dieser Hauptausschuss für mehr als zwei Monate eingesetzt war. Wir wollen allerdings schon bereits Mitte Dezember die regulären Ausschüsse einsetzen. Und mit der Einsetzung, mit der Konstituierung der ständigen Ausschüsse ist ja der Hauptausschuss automatisch aufgelöst. Sollte es dann noch irgendwelche unerledigten Vorlagen geben, werden die sofort an die zuständigen Ausschüsse überwiesen. Und ich sichere zu, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, sollte es wieder erwarten, und das ist wirklich ein sehr unwahrscheinlicher Fall, mit der Regierungsbildung doch länger dauern und der Beratungsbedarf im Hauptausschuss anwachsen, dann können wir jederzeit beschließen, diesen Hauptausschuss zu vergrößern. Und dazu wären wir auch bereit. Im Moment sehen wir aber überhaupt keinen Anlass dazu. Und ich sage noch einmal, ich glaube, 31 Mitglieder für diesen Hauptausschuss sind ausreichend und 31 stellvertretende Mitglieder dazu ganz, ganz bestimmt. Deswegen bitte ich um Zustimmung für unseren Antrag. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Michael Große-Brömer. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Schieder, was mich ja besonders gefreut hat, ist der Hinweis, Sie sind, konnten Sie mich nicht verstehen? Doch. Was mich besonders gefreut hat, war der Hinweis, es läuft alles gut bei den Koalitionsverhandlungen. Als ich noch die Kollegin Baerbock vor kurzem gehört habe, die NGOs werden aufgefordert, ein bisschen Druck zu machen auf SPD und FDP, hatte ich gedacht, es stockt etwas. Aber wenn das gut läuft, alles bestens. Ich will eins vorweg sagen. Dieser Hauptausschuss ist ein bewährtes Mittel zu Beginn einer Wahlperiode. Wir haben ihn als Union 2013, 2017 selbst genutzt. Wir haben uns den sogar ausgedacht. Insofern hielten es damals manche Teile der Ampelkoalition für verfassungswidrig, so einen Ausschuss einzusetzen. Man sieht, man muss nur einen Moment und lange genug abwarten, dann sieht man, das meiste, was sich die Union ausgedacht hat, ist doch letztlich gut und richtig und nutzbar. Wir stimmen also der Einsetzung eines Hauptausschusses absolut zu. Was wir ablehnen, ist allerdings ein Hauptausschuss in Schmalspurgröße, weil der Ampel ihr Koalitionszeitplan wichtiger ist als seriöse Parlamentsarbeit. Der Ausschuss ersetzt alle Fachausschüsse. Das weiß ja auch jeder, das hat die Kollegin Schieder auch richtig gesagt. Verfassungsrechtliche, rechtliche, gesetzliche Aufgaben des Europaausschusses, des Auswärtigen Ausschusses, des Verteidigungsausschusses, des Haushaltsausschusses. Laut Presse, daran halte ich mich, bereiten derzeit über 200 Frauen und Männer den links-gelben Koalitionsvertrag vor. Und wenn dieser wichtige Hauptausschuss jetzt von 31 auf 39 Personen erweitert werden soll, dann haben Sie nicht ausreichend Personal. Also das können wir nicht so ganz verstehen. Und im Übrigen ist es ja so, unsere Koalition hat noch drei Personen weniger als bei Ihnen, die den Vertrag vorbereiten, nämlich 197. Und nach Ihrer Planung sollen davon dann acht Personen tatsächlich ordentliche Mitglieder im Hauptausschuss werden mit den Aufgaben, die geschildert wurden. Da weiß ich nicht, wo die breite fachpolitische Basis ist, die ja Sie im Zweifel auch von diesem Ausschuss erwarten. Das ist, glaube ich, nicht die richtige Art, mit uns umzugehen. Besonders beachtlich bei den kleinen Ampellichtern FDP und Grünen ist ja auch, dass sie in der vergangenen Legislaturperiode in unzähligen Reden Krokodilstränen vergossen haben, weil es bei der politischen und parlamentarischen Arbeit nicht immer darum geht, Minderheiten zu berücksichtigen. Na ja, jetzt lehnen Sie konsequent jeden kleinen Wunsch, es geht um acht Personen, jeden kleinen Wunsch der Minderheit ab.
Naja, ich will jetzt nicht wieder von Arroganz der Macht sprechen. Wahrscheinlich ändern Sie auch noch eine Sitzordnung in diesem Bundestag, weil es Ihnen nicht passt, wo Sie sitzen. Das sind die wahren Probleme dieses Landes, wirklich. 6 Leute zu wenig im Hauptausschuss und Sie sitzen an der falschen Stelle. Fangen Sie mit der seriösen parlamentarischen Arbeit an. Ich bin dafür, wir setzen den Hauptausschuss ein, aber wir lassen ihn auch arbeitsfähig werden durch unseren Änderungsantrag. Stimmen Sie ihm zu. 8 Personen mehr kann dieser Ausschuss nicht nur vertragen. Es ist gut, wenn er 8 Personen mehr hätte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die nächste Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen, spricht Britta Hasselmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, in der Tat, ein Hauptausschuss, die Einsetzung eines Hauptausschusses, sowas muss man sich gut überlegen, wenn es eine Notwendigkeit gibt vor einer Regierungsbildung, muss man es machen. Auch das ist ein Prozess, den haben wir natürlich jetzt auch hier als mögliche neue Konstellation Ampel zu vollziehen. Denn es werden wichtige Entscheidungen zu treffen sein, bevor ein Bündnis der Ampel abgeschlossen werden kann. Das weiß jede und jeder hier im Haus und das weiß auch jede und jeder in der Öffentlichkeit. Die Fragen zum Infektionsschutzgesetz werden gleich beraten, und die machen doch deutlich, dass es dazu einen Ausschuss braucht, der berät. Und dass man Ausschüsse nicht komplett einsetzt, bevor eine Regierung steht, hat ja Michael Große-Brömer gerade erläutert. Das war die Praxis in den letzten 16 Jahren und überhaupt hier im Parlament. Und deshalb, Michael Große-Brömer, ich verstehe das. An eine neue Rolle muss man sich gewöhnen, sagt Britta Hasselmann für ihre Fraktion und sagt irgendwann sicher auch die CDU-CSU für sich. Aber ich entdecke jetzt wirklich den Skandal nicht, der hier aufgemacht wird. Und deshalb rate ich bei aller Frage der Rollenfindung, das gilt für uns demnächst in der Regierung, das gilt für Sie in der Opposition, sollten wir doch das, was schwierig und von großer Tragweite ist, so benennen. Aber hier an dieser Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, aus der Tatsache, dass man 8 plus 8, 16 Möglichkeiten hat, Sitze zu besetzen, auf möglicherweise 2 Tagungen eines Ausschusses. Darauf reduzieren wir jetzt mal den angeblichen Skandal. Und den kann niemand entdecken. Ja, Sie haben 8 Möglichkeiten. Sie können 8 Mitglieder ordentlich benennen. Die anderen 8 können sogar in den Ausschuss kommen. Es können sogar alle in den Ausschuss kommen. Das ist nämlich die Rechtslage. Alle können zuhören und im Ausschuss anwesend sein. Und es könnten 16 von Ihnen rotierend auch beraten, wenn es zu unterschiedlichen Themen Beratungen gibt. Deshalb seien Sie doch bitte so ehrlich und sagen sich selbst, Leute, wir haben 16 Besetzungsmöglichkeiten für einen Ausschuss, der 2-mal tagt. Wir können dort alles abdecken für mögliche Gesetzentwürfe, die diesen Ausschuss erreichen. Das sind vielleicht 2 oder 3. Und dann lassen wir alle zusammen die Kirche mal im Dorf und befassen uns mit inhaltlichen Themen in diesem Ausschuss. Als nächster Redner für die AfD-Fraktion Stefan Brandner. Ja, Frau Präsidentin, meine lieben Kollegen auf der Tribüne.
Frisch getestet, gut gelaunt am 11.11., was kann Schöneres sein, hier am Rednerpult zu stehen. Gruß an die Karnevalisten im Lande am heutigen Tag, auch wenn es noch einige Stunden zu früh ist. Drei Anträge haben wir heute hier zu verhandeln. Einen guten, einen, der geht so, und einen, der schlicht und ergreifend eine Frechheit darstellt, der vorgelegt wurde. Der erste gute, natürlich mitgetragen von der AfD-Fraktion, also auch für die Öffentlichkeit. Wir haben gemeinsam alle Bundestagsfraktionen einen Antrag eingebracht. Da geht es um das Berechnungsverfahren für die Stellen. Wenn das Frau Merkel mitbekommt, wird der Antrag wahrscheinlich am Ende dann für null und nichtig erklärt. Gleichwohl zeigen wir, wir reichen Ihnen die Hand. Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, wenn es vernünftig ist. Und vernünftig ist nur dieser Antrag. Das tut mir leid, hier so zu sagen. Zweiter Antrag. Der geht so, es wurde schon ausgeführt, was die Einsetzung von Hauptausschuss, Petitionsausschuss und Wahlprüfungsausschuss angeht. Muss sein, ob die Größen so sein müssen, das sehen wir wie die CDU, weshalb wir dem Änderungsantrag der CDU zustimmen werden. 31 Personen ist genau wieder die Schwelle, um die AfD klein zu halten. Also wird gleich wieder das Berechnungsverfahren, was wir gemeinsam beschließen werden, missbraucht und gegen die AfD in Position gebracht. Das finden wir nicht gut, aber damit kann man leben. Soll ja nur eine kurze Zeit sein. Wir sind gespannt, wann Ihre Koalitionsverhandlungen zum Abschluss führen. Der dritte Antrag schließlich, meine Damen und Herren, ist schlicht und ergreifend eine Frechheit. Jährlich grüßt das Murmeltier. Es geht mal wieder um die Terminplanung des Deutschen Bundestages. 2022 wieder die Faulheit in Person, die Altparteien, die hier sitzen. Nur 21 von 52 Wochen, das sind 40%, sind als Sitzungswochen vorgesehen. Vorgesehen sind lediglich drei Sitzungswochen bis Ende Februar, in zwei Monaten drei Sitzungswochen. Wir haben opulente Karnevalspausen wieder vorgesehen, als Reminiszenz an die untergegangene Bonner Republik oder die gewechselte Bonner Republik. Zwei Monate Sommerpause wollen Sie machen, einen Monat Winterpause. Wir von der AfD beißen auf Granit, auch nur eine einzige Sitzungswoche mehr durchzusetzen, meine Damen und Herren. Wir sagen, arbeiten für Deutschland, nicht faulenzen für Deutschland. Deshalb folgen Sie uns, seien Sie mit uns einer Meinung. Wir brauchen mehr Sitzungswochen in Berlin. Und eine einzige sollte doch wohl drin sein, wobei die Leute, die Menschen draußen ja wissen müssen, eine Sitzungswoche hört sich jetzt an von Montag bis Sonntag. Nee, eine Sitzungswoche ist zurzeit ein Tag hier im Plenum. Also die Sitzungswochen kann man auch noch ausdehnen. Und dann beschweren Sie sich am Ende wieder nicht, wenn die Sitzungen unseres Bundestages bis in die Nachtstunden gehen, wenn Sie sich lieber in die Karnevalsferien oder die Sommerferien zurückziehen. Wir sagen, arbeiten für Deutschland. Deutschland steht vor extremen Herausforderungen. Wir haben explodierende Sprit- und Energiepreise. Wir haben eine galoppierende Inflation. Wir haben einen weiteren Massenansturm, Masseneinwanderung an der Ostgrenze. Wir haben kollabierende Sozialsysteme. Wir haben gefährdete Energieversorgung. Das alles beschäftigt die Leute draußen, und Sie beschäftigen sich mit Karnevalspausen, Skiferien und Sommerpausen. Das ist ein Affront dem Wähler gegenüber, meine Damen und Herren. Deshalb nicht Pause machen für Deutschland, arbeiten für Deutschland, Sitzungswochen für Deutschland. Dafür stehen wir von der Alternative für Deutschland. Wir sind ein Arbeitsparlament und kein Teilzeitparlament. Also verhalten Sie sich auch so und stimmen Sie unseren Anregungen zu, mehr Sitzungswochen durchzuführen. Vielen Dank. Als nächste Rednerin für die FDP-Fraktion Bettina Stark-Watzinger. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Brandner, es ist ja interessant, dass Sie in Nicht-Sitzungswochen nicht arbeiten. Wir tun das. Ich errate Ihnen, tun Sie das auch, dann tun Sie unserem Land einen Gefallen. Am 26. September haben die Bürgerinnen und Bürger den Bundestag gewählt. Sie haben zu Recht die Erwartung, dass jetzt zügig eine Bundesregierung gebildet wird. Die drei Partner, die zusammensitzen, gehen ernsthaft und zügig mit dieser Situation um. Lieber Herr Grosse-Brömer, das unterscheidet sich erfreulich von 2017, und deswegen werden wir in Kürze eine Regierung bilden. Aber die Sorgen und Nöte der Menschen machen natürlich nicht Halt. Sie stehen nicht still. Und deswegen ist es richtig, dass wir heute den im Grundgesetz verankerten Petitionsausschuss einsetzen. Die Menschen dürfen sich an uns wenden, an ihre Volksvertreter. Die Demokratie macht keine Pause. Es ist gut, dass wir heute arbeitsfähig werden. Jetzt haben Sie schon viel gesprochen über den Hauptausschuss, Geschäftsordnungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss. Der Hauptausschuss soll
zweimal tagen. Er hat eine ganz bestimmte Tagesordnung und er ist, wie es schon gesagt wurde, mit 31 Mitgliedern besetzt, mit 31 Stellvertretern, 62 Vertreter hier aus diesem Haus. SPD 9, Union 8, Bündnisgrüne 5, FDP 4, AfD 3 und Linke 2. Die Union kann mit 16 Vertreterinnen und Vertretern, die jederzeit ausgewechselt werden, sie können ihre ganze Fraktion ein- und auswechseln. Wir haben das Heft des Handelns in der Hand, auch diesen Ausschuss noch mal zu verändern. Und deswegen gebe ich der Union den Rat. Mein Empfinden ist, dass die Menschen in diesem Land sich nicht damit beschäftigen wollen, was wir untereinander für Ränkespielchen treiben. Sie wollen nicht, dass wir uns mit uns beschäftigen. Sie wollen, dass wir uns mit dem Land beschäftigen. Und da sollten wir heute anfangen. Wir sollten Lösungen finden. Ich würde mich freuen, wenn Sie das auch tun. Und vielleicht zum Abschluss, weil Sie ja gesagt haben, wie schlecht Sie behandelt werden. 2017 haben Sie keiner Oppositionspartei eine Aktuelle Stunde zugelassen. Wir geben Ihnen jede Bühne, diese Aktuelle Stunde hier heute zu haben, damit Sie als Opposition sich äußern können. Und deswegen würde ich sagen, wer fair miteinander umgeht, kann auch fair hinterher erwarten, dass er so behandelt wird. Dankeschön. Als nächster Redner für die Fraktion Die Linke, Jan Korte. Liebe Kollegin, also die Aktuellen Stunden, die teilen nicht Sie zu, wer hier wann was machen darf, sondern es ist ein parlamentarisches Verfahren nach der Größe der Fraktion. Ich möchte folgende Anmerkung machen. Sie haben gewisse Widersprüche. Also wenn ich hier die Rednerinnen und Redner der Ampel mir so anhöre, ja, also das ist ja hier so eine Start-up-Truppe irgendwie, will ich dazu folgende Anmerkung machen. Wenn Sie wirklich sagen, es ist alles egal, ob 31, der Tag eh nur zweimal ist nicht besonders wichtig, dann fällt Ihnen doch wohl auch kein Zacken aus der Krone, wenn Sie einfach 8 mehr einsetzen. Das ist ein absoluter Widerspruch, was Sie jetzt sehen. Das ist wirklich kleinkariert, sondersgleichen. Ich möchte folgende Anmerkung machen. Also erstens, liebe designierte Ampelkumpels, ich will ja schon noch mal eine Anmerkung machen. Ich bin schon sehr überrascht darüber, dass Sie so sicher sind, dass hier an Nikolaus oder was weiß ich, wann das stattfinden soll, hier ein neuer Bundeskanzler von Ihnen gewählt werden sollte. Also da bin ich mir nicht sicher, weil ich habe jetzt ja mitbekommen in der Presse, dass zum Beispiel Bündnis 90 die Grünen gerade aufgefallen ist, dass sie überhaupt noch gar nichts Vernünftiges durchgesetzt haben. Also nicht, sondern es hat alles die FDP diktiert. Deswegen ist das doch gar nicht sicher, dass sie das mal, ja, ist ja einfach die Sachlage. Also deswegen können wir da nicht sicher sein. Meine Fraktion sagt Folgendes, ich halte den Hauptausschuss für ein durchaus diskussionswürdiges Instrument. Allerdings kann es grundsätzlich nur eine kurze Übergangslösung sein. Wenn Sie bis Dezember nicht hier Ihre Koalition zusammengezimmert haben, dann müssen sofort im Dezember sämtliche Ausschüsse eingesetzt werden, um das hier in aller Klarheit einmal festzustellen. In aller Klarheit, so muss das laufen. Ich möchte zum Zweiten anmerken. Wir sollten vielleicht interfraktionell, vielleicht könnten wir das ja auch im Ältestenrat oder so, Frau Präsidentin, mal ansprechen, angesichts der Situation darüber nachdenken, ob man nicht jetzt kurzfristig interfraktionell sich darauf verständigt, den Gesundheitsausschuss sofort einzusetzen. Ich glaube, das würde Sinn machen, auch als Zeichen an die Bevölkerung, dass hier nicht alle hier rumpennen wie die Bundesregierung. Jetzt möchte ich zum Dritten etwas zu dem Änderungsantrag der CDU-CSU sagen. Also die Linke entscheidet hier grundsätzlich immer nach Sacherwägung. Ja, wieso? Micha Große-Brümmer, ja, pass auf, ich kann das sagen. Also wir finden den Antrag in Ordnung, wir werden dem auch zustimmen, weil das ist eine Sacherwägung. Ich will auch begründen, warum. Warum wir da ganz objektiv sind. Egal ob 31 oder 8 mehr oder sogar 10 mehr, die Linke hat immer 2. So, also deswegen, wir sind davon gar nicht betroffen. Also deswegen gucken wir uns das an, denn ich finde schon in der Tat, ja, ich will das hier klar sagen, ich finde in der Tat, dass die beiden demokratischen Oppositionsfraktionen, da müssen wir noch ein bisschen lernen, wie man das so macht, dass die beiden demokratischen Oppositionsfraktionen sich hier in solchen Fragen unterstützen müssen. Und ich finde, es ist wirklich in der Tat kein Problem. Nur weil von Ihnen da hier 200-300 Leute in irgendwelchen Verhandlungsgruppen rumrennen, kann es ja nicht sein, dass dieses Parlament hier nicht vernünftig arbeiten kann. Und deswegen finde ich das überhaupt kein Problem. Warum soll die CDU-CSU da nicht ein paar mehr Leute drin haben? Also ich verstehe das überhaupt nicht. Und deswegen auf eine konstruktiv-kritische Zusammenarbeit in der Opposition, da könnt ihr noch viel von uns lernen. Ja.
Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen nun zur Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP auf Drucksache 26 mit dem Titel Einsetzung eines Hauptausschusses, eines Petitionsausschusses sowie eines Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung. Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 30 vor, über den wir jetzt zuerst abstimmen. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Das ist die Fraktion Die Linke, CDU-CSU und AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist die SPD-Fraktion, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die FDP-Fraktion. Enthaltung? Keine. Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt. Die Fraktion der CDU-CSU hat für den Fall, dass ihr Änderungsantrag keine Mehrheit findet, beantragt, über den Antrag der Fraktion der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP auf Drucksache 26 getrennt abzustimmen. Und zwar zum einen über die Absätze 4 bis 8. Da geht es um die Einsetzung des Hauptausschusses. Und zum anderen über den Antrag im Übrigen. Ich rufe zunächst auf die Absätze 4 bis 8, Einsetzung des Hauptausschusses. Wer stimmt für diesen Antrag? Das ist die SPD-Fraktion, Bündnis 90 Grünen und die FDP-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die CDU-CSU-Fraktion. Enthaltung? Die AfD-Fraktion und Die Linke, Entschuldigung. Die Absätze 4 bis 8, Einsetzung des Hauptausschusses, sind somit angenommen. Ich rufe nun den Antrag auf Drucksache 26 im Übrigen auf. Wer stimmt dafür? Sind die Fraktionen Linke, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, CDU, CSU, FDP und AfD? Dann scheint es keine Gegenstimmen zu geben. Ich frage aber trotzdem. Enthaltungen? Damit ist der Antrag auf Drucksache 26 im Übrigen einstimmig angenommen. Damit sind der Hauptausschuss, der Petitionsausschuss sowie der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung eingesetzt. Ich komme nun zur Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, CSU-Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen, FDP und AfD auf Drucksache 37 mit dem Titel Bestimmung des Verfahrens für die Berechnung der Stellenanteile der Fraktionen. Wer stimmt für diesen Antrag? Das ist die SPD-Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen, CDU, CSU, FDP und AfD. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich? Die Fraktion Die Linke. Damit ist der Antrag angenommen. Ich komme zur Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, CSU, Bündnis 90, die Grünen, FDP und die Linke auf Drucksache 31 mit dem Titel Zeitplan des Deutschen Bundestages für das Jahr 2022. Wer stimmt für diesen Antrag? Das sind die Fraktionen Die Linke, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, CDU, CSU, FDP. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD-Fraktion. Enthaltung? Keine. Damit ist der Antrag angenommen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2, Wahl der Mitglieder des Wahlprüfungsausschusses gemäß § 3 Absatz 2 des Wahlprüfungsgesetzes. Die Wahl erfolgt mittels Handzeichen. Dazu liegen Wahlvorschläge aller Fraktionen auf Drucksache 22 vor. Wer stimmt für diese Wahlvorschläge? Das kürze ich jetzt mal ab. Das ist das gesamte Haus. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Die Wahlvorschläge sind damit so angenommen. Jetzt rufe ich auf die Tagesordnungspunkte 3a und 3b,
erste Beratung des von den Fraktionen der SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze anlässlich der Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite, sowie erste Beratung des von der Fraktion der CDU-CSU eingebrachten Gesetzentwurfs zur Verbesserung des Schutzes vor Impfpassfälschungen. Für die Aussprache wurden 67 Minuten beschlossen. Ich eröffne damit die Aussprache und als erstes hat das Wort der Bundesminister Olaf Scholz für die Bundesregierung. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Virus ist noch unter uns und bedroht die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir alle Maßnahmen ergreifen, um sicher zu sein, dass wir die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes schützen können. Auch wenn die Lage anders ist, weil so viele geimpft sind, ist sie noch nicht gut. Ganz besonders deshalb, weil nicht genügend Bürgerinnen und Bürger von der Impfmöglichkeit bisher Gebrauch gemacht haben. Und deshalb müssen wir weiter vorsichtig sein. Wir müssen vorsichtig sein und bleiben und zum Beispiel dafür Sorge tragen, dass die Maskenpflicht weiter beachtet und durchgesetzt werden kann, dass in Verkehrsbetrieben sie genutzt wird oder bei Veranstaltungen, dass Abstandsregeln gelten, Hygieneregeln, Impfnachweise vorgelegt werden müssen. All die Dinge, die wir schon kennen, sie werden auch weiter für die nächste Zeit erforderlich sein. Und das ist ein Unterschied zwischen unserem Land und anderen Ländern, die sich entschieden haben, ganz auf solche Vorsichtsregeln zu verzichten. Wir halten sie weiter für erforderlich. Und wir müssen auch darüber hinaus viele, viele weitere Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind, damit wir durch diesen Winter kommen. Wir müssen gewissermaßen unser Land winterfest machen. Deshalb will ich über einige dieser Dinge und Maßnahmen sprechen, die jetzt erforderlich sind, über die in diesem Gesetzespaket zu entscheiden sein wird und auch über die Maßnahmen, die darum herum auf den Weg gebracht werden und im Rahmen der Gesetzesberatung noch dazukommen werden. Das allererste und wichtigste ist, wir dürfen nicht nachlassen bei dem Versuch, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu impfen. Es haben sich noch nicht alle überzeugt, dass das für sie richtig ist. Und wir sollten eine große gemeinsame Kampagne starten, dass die Bürgerinnen und Bürger von dieser Impfmöglichkeit Gebrauch machen. Die Hausärzte, die mobilen Angebote sind da. Und wir brauchen wieder mehr Impfzentren. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass sie wieder eröffnet werden. Und wir sollten auch gemeinsam dafür Sorge tragen, dass die eröffneten Impfzentren auch gemeinsam, auch mit Mitteln des Bundes, finanziert werden. Und wir brauchen sie auch, weil wir natürlich jetzt alles dafür tun müssen, dass Millionen Bürgerinnen und Bürger eine Auffrischungsimpfung bekommen, dass sie sich boostern lassen, dass Millionen Bürgerinnen und Bürger die Auffrischungsimpfung bekommen. Das ist die Aufgabe der nächsten Wochen und Monate. Und auch dazu wird es erforderlich sein, dass wir diese Möglichkeiten haben, die Aktivitäten der Hausärzte, die mobilen Angebote und die Impfzentren. Und wir sollten das möglich machen, was jetzt in einem gemeinsamen Schreiben des Bundesgesundheitsministers und der Ärzteverbände an alle Hausärzte und Ärzte formuliert worden ist, nämlich, dass man nach 6 Monaten eine Auffrischungsimpfung erhalten kann soll. Und wir werden alles dafür tun, dass das auch tatsächlich überall in Deutschland möglich ist. Ganz besonders ist es wichtig, dass wir jetzt dafür Sorge tragen, dass die Älteren schnell geimpft werden und die dritte Impfung bekommen, die Boosterimpfung. Und darum will ich an dieser Stelle auch die Pflegeheime ansprechen, die so wichtig sind. Das war nicht
zu ertragen, was wir am Anfang der Pandemie erlebt haben, dass so viele Bürgerinnen und Bürger erkrankt sind, die in den Pflegeheimen gelebt haben, dass so viele gestorben sind. Und das darf uns in diesem Winter nicht mehr passieren. Deshalb müssen wir alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, damit das nicht geschieht. Es muss täglich getestet werden, wer dort arbeitet und nicht geimpft ist. Und alle Besucherinnen und Besucher müssen einen Test bekommen. Das ist für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, die in den Pflegeeinrichtungen leben, erforderlich. Und natürlich müssen wir auch sicherstellen, dass überall in diesen Bereichen geboostert wird, dass die Impfungen durchgeführt werden. Das ist längst vereinbart und es muss jetzt mit großer Geschwindigkeit geschehen. Die Geschwindigkeit muss eher zunehmen zu dem, was wir bisher haben. Und deshalb bin ich sehr froh, dass es hier das Vorhaben gibt, dafür zu sorgen, dass die Durchsetzung des Boosterns, der Auffrischungsimpfung in den Pflegeheimen auch gemonitort wird, dass wir für jedes einzelne Pflegeheim wissen, wie weit es ist. Das ist die Aufgabe, die wir jetzt ganz in Deutschland durchsetzen müssen. Wir werden weiter dafür Sorge tragen, dass an den Schulen getestet wird. Und wir müssen sicherstellen, dass die Arbeitsplätze sicher sind. Darum haben wir Gespräche geführt mit den Gewerkschaften, mit Betriebsräten, mit vielen anderen, mit Arbeitnehmern und Arbeitnehmern und mit den Unternehmen. Und wir sind sicher, wir müssen eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme am Arbeitsplatz treffen. Deshalb wollen wir, dass in Zukunft an Arbeitsplätzen 3G gilt. Man muss dort arbeiten, wenn man geimpft ist, genesen oder aber einen Test haben. Und das ist eine notwendige Verbesserung. Und auch das muss jetzt geschehen, dass wir die Möglichkeiten nutzen, die mit dem neuen Gesetz verbunden sind. Dort sind den Ländern alle Kompetenzen eröffnet, damit sie differenziert nach den einzelnen Bereichen Entscheidungen treffen können über 3G-Konzepte für den Zutritt zu Gaststätten zum Beispiel, zu Veranstaltungen, zu Geschäften und allen möglichen, aber eben auch zu 2G. Und ich habe das so verstanden, dass viele Länder sich jetzt auf den Weg gemacht haben und überall bei sich Entscheidungen treffen, dass sie insbesondere bei Gaststätten und Veranstaltungen, bei Kinos und Theaterbesuchen 2G vorschreiben wollen. Ich halte das für einen guten Fortschritt, dass das überall gemacht wird. Die Möglichkeiten dafür schaffen wir jetzt. Für all das, was jetzt notwendig ist, gilt aber auch eine Sache ganz entschieden. Es muss auch umgesetzt werden. Deshalb ist es so wichtig, dass wir das Monitoring machen im Hinblick auf die alten Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Aber deshalb ist es auch wichtig, dass wir sicherstellen, dass an den Restaurants in Deutschland tatsächlich die Zutrittskriterien auch überwacht werden. Es kann nicht sein, dass wir solche Vorschriften haben und jeder geht an ein Restaurant und merkt, dass sie nicht beachtet wird. Gilt nicht für alle, aber gilt an vielen Stellen. Damit man diesen Weg gehen kann, damit wir Deutschland winterfest machen können, ist es aber auch wichtig, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen, die für sie es gestaltbar machen, damit umzugehen. Und darum bin ich froh, dass wir gemeinsam uns vorgearbeitet haben zu der Einsicht, dass es notwendig ist, dass die Möglichkeit kostenloser Tests für die Bürgerinnen und Bürger wieder eröffnet wird. Wir werden jetzt die Voraussetzungen dafür schaffen, dass es kostenlose Tests gibt, die zum Beispiel in Apotheken oder bei den Maltesern oder in anderen Einrichtungen verfügbar sind für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande. Dann sind nämlich auch 3G-Konzepte in den Betrieben und 2G-Vorschriften möglich und 3G-Vorschriften. Alles das kann man machen, wenn man Tests anbietet. Herr Scholz, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Nein. Und dann, glaube ich, müssen wir uns natürlich damit auseinandersetzen, dass das Virus eben nicht weg ist, dass wir all diese Maßnahmen ergreifen müssen, aber es trotzdem dazu kommen wird, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich infizieren und ganz besonders diejenigen, die sich nicht haben schützen lassen und die nicht geimpft sind. Wir sind in der wirklich schwierigen Situation, dass wir genügend Impfstoff haben, dass jeder sich und jede sich impfen lassen könnte, aber dass es keineswegs alle gemacht haben bisher. Und wir wissen, was die Konsequenz sein wird. Sehr, sehr viele von denen, die nicht geimpft sind, werden sich infizieren. Und viele von denen,
die sich infizieren werden, werden krank werden. Und von diesen, die krank werden, werden einige auf den Intensivstationen unserer Krankenhäuser um ihr Leben ringen. Das ist die Situation, die uns bevorsteht. Und deshalb müssen wir hier eine Abwägungsentscheidung treffen. Eine Abwägungsentscheidung, wie wir trotz der Tatsache, dass die Impfangebote nicht wahrgenommen worden sind, uns um den Schutz des Lebens dieser Bürgerinnen und Bürger auch mit allen unseren Möglichkeiten kümmern. Und das hat eine Konsequenz, nämlich die Konsequenz, dass wir sagen, wir werden den Krankenhäusern die finanziellen Mittel geben, dass sie jetzt Operationen neu aufteilen können, dass sie Operationen verschieben können, die verschiebbar sind, damit sie Platz haben für die Corona-Patienten, die jetzt behandelt werden müssen. Denn bei allem, was man unterschiedlich diskutieren mag über das Impfen, wir müssen Schutz für die Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger bieten und wir müssen ihnen diesen Schutz der Krankenhäuser ermöglichen. Das ist jetzt das Gesetzespaket, das wird beraten hier im Deutschen Bundestag. Es wird beraten zwischen den Parteien und ich will ausdrücklich sagen, ich fände es sehr schön, wenn das parteiübergreifend getragen wird, weit über die Parteien hinaus, die die künftige Regierung bilden wollen. Das ist jedenfalls die Absicht und ich möchte alle einladen, mitzumachen. Hier in dieser wichtigen Gesundheitskrise müssen wir über Parteigrenzen und über Regierung und Opposition hinweg zusammenarbeiten. Und wir müssen und werden auch mit den Ländern sprechen und den Gemeinden über das, was an zusätzlicher Unterstützung notwendig ist und wie wir all das, was jetzt hier möglich gemacht wird, auch umsetzen. Das muss ja in der Wirklichkeit sich wiederfinden. Und deshalb wird es auch, die Kanzlerin und ich sind darüber einig, wird es auch in der nächsten Woche ein Gespräch, ganz klassisches Gespräch zwischen der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten und den Ministerpräsidenten der Länder geben, um die Umsetzungsschritte genau zu besprechen, die sich aus all dem, was hier auf den Weg gebracht wird, ergeben wird. Das ist das, was wir jetzt brauchen, dass das Land zusammenhält und an einem Strang zieht in eine Richtung, damit wir diesen Winter überstehen. Und mein letzter Wunsch an die Bürgerinnen und Bürger, die es bisher noch nicht gemacht haben: Lassen Sie sich impfen. Es ist wichtig für Ihre Gesundheit und es ist gesichtig für unser Land. Schönen Dank. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, hat das Wort für eine Kurzintervention der Abgeordnete Erhorn aus der AfD-Fraktion. Meine Damen und Herren, Herr Minister, ich muss als Erstes voranstellen, dass ich es für sehr bedauerlich halte, dass selbst ein Bundesminister heute nicht mehr die Größe und den Mut hat, eine Zwischenfrage der AfD, die berechtigt ist, zuzulassen. Meine Frage, die Sie vielleicht nicht nur mir, sondern auch der Bevölkerung beantworten sollten, ist folgende. Wir haben ja nun alle gelernt, dass auch geimpfte Personen eine genauso hohe Virenlast tragen können wie ungeimpfte. Sie haben von der 3G-Regelung am Arbeitsplatz geredet. Nun erklären Sie doch mal mir und auch der Bevölkerung, welchen Sinn das macht, dass geimpfte Personen nun nicht getestet werden müssen. Denn sie können ja andere genauso gut anstecken wie Ungeimpfte. Also ist doch die Frage, warum ist es so, dass nicht entweder alle oder niemand getestet werden muss? Das versteht nämlich in der Bevölkerung wirklich niemand. Aber vielleicht können Sie diese Frage mal beantworten. Danke. Herr Bundesminister, möchten Sie erwidern? Gerne auf Ihre Frage antworten. Erstmal ist es so, dass es wichtig ist, dass man sich impfen lässt, weil das dazu beiträgt, dass man geschützt ist vor dem Virus. Aber wir wissen,
Das ist ja kein Raumanzug, den wir tragen, sondern das ist etwas, was unseren Körper in die Lage versetzt, mit einer lebensbedrohlichen Gefahr besser umzugehen. Und dass das der Fall ist, das sehen wir an den ganz unterschiedlichen Krankheitsverläufen derjenigen, die infiziert sehen. Das sehen wir an der ganz unterschiedlichen Betroffenheit. Viel weniger Geimpfte sind betroffen von der Infektion als diejenigen, die sich nicht haben impfen lassen. Und deshalb ist es erstmal so, ja, es ist wichtig, sich impfen zu lassen. Und es führt dazu, dass man auch besser mit der Sache umgehen kann und dass die Virenlast dann auch typischerweise geringer ist, weil der Körper schnell und zügig mit der Infektion umgehen kann. Aber erstens, wer sich hat impfen lassen und sich trotzdem testen lässt, wie die meisten von uns ununterbrochen weiter getestet werden, macht nichts falsch. Und zweitens, ich teste mich mehrfach die Woche und ich mache das auch oft, weil ich zu Veranstaltungen gebeten werde und alle sagen, lassen Sie sich bitte testen, mache ich trotz meiner Impfung. Und ich finde, das können auch viele andere machen. Und selbstverständlich fände ich zum Beispiel, dass wenn bei den alten Pflegeeinrichtungen jemand als Besucher kommt und wenn er dann getestet, sich testen lässt, trotz seiner Impfung, dann ist das keine schlechte Sache. Also das sollten wir schon alles mit im Blick haben. Was Sie machen, ist merkwürdige Konstruktionen, die alle immer an der Sache vorbeigehen, zu fabulieren. Konstruktionen, die darüber hinwegreden, dass das Einzige, was dazu beitragen kann, dass wir die Gesundheit dieses Landes und der Bürgerinnen und Bürger schützen können, ist, dass sich möglichst viele impfen lassen. Und für jeden Einzelnen ist es auch die beste Lösung. Schönen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Ralf Brinkhaus. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Zahlen, die uns heute Morgen erreicht haben, sind dramatisch. Über 50.000 Neuinfektionen. Es ist so, dass die Hospitalisierungszahlen steigen. Es ist so, dass wir die Hilferufe von den Intensivstationen kriegen. Übrigens nicht nur von den Krankenhausleitern, sondern auch von den Pflegerinnen und Pflegern, die einfach nicht mehr können. Das muss an dieser Stelle auch mal gesagt werden. Wir haben eine viel zu hohe Todeszahl. Sie hat sich gegenüber dem August verzehnfacht. Und wir sind in einer Situation, wo viel zu wenig Menschen hier in diesem Land noch geimpft sind. Es ist so, dass die Drittimpfung, ich mag das nicht, über Boosterimpfung zu sprechen, sondern es ist eine Drittimpfung, dass diese Drittimpfungen nicht gut genug organisiert sind. Das heißt, wir stehen vor einer riesigen Problemlage. Wir stehen vor einer vierten Welle. Wir sind in einer vierten Welle. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir das nicht nur einfach durchlaufen lassen, sondern dass wir hier und heute im Deutschen Bundestag darüber ernsthaft debattieren. Das ist dringend, dringend notwendig. Und Herr Scholz, ich finde es auch richtig, dass Sie sich jetzt als wahrscheinlich zukünftiger Kanzler endlich auch dieser Diskussion gestellt haben, dass Sie endlich was gesagt haben. Aber ich muss Ihnen eins konstatieren, das war mehr eine Zustandsbeschreibung als eine kraftvolle politische Aussage, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist auch richtig und es ist auch gut und richtig, dass wir uns die Zeit dafür nehmen. Wir haben ja eben einen Hauptausschuss eingesetzt. Es ist richtig, dass wir auch eine Anhörung machen. Das ist alles gut. Es ist auch richtig, ich habe es gerade vernommen, dass die Ministerpräsidenten sich jetzt endlich nächste Woche dann auch mal mit der Bundesregierung treffen. Das lag übrigens nicht an den CDU-CSU-Ministerpräsidenten, sondern, Herr Müller sitzt ja auch hier im Plenum, es lag an den SPD-Ministerpräsidenten. Und ich hätte es als respektvoll empfunden, dass bevor wir über dieses Gesetz abstimmen, bevor wir über dieses Gesetz beraten, die Ministerpräsidenten sich zusammengesetzt hätten, weil wir dieses Problem nur zusammen mit Bund und Ländern lösen können, meine Damen und Herren. Aber was nicht gut und richtig ist, Herr Scholz, ist das, was Sie hier als Gesetzentwurf eingebracht haben. Und Sie haben eine Sache konsequent ausgelassen. Sie haben nämlich den Menschen in diesem Land nicht verraten, dass es Ihr Wunsch ist, dass es der Wunsch der Ampel ist, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite die Grundlage, die rechtssichere Grundlage, die verlässliche Grundlage für unsere Pandemiepolitik auslaufen soll. Da haben Sie kein Wort drüber verloren.
Und bevor da jetzt irgendwelche Zweifel kommen, warum wir diese epidemische Lage brauchen, ich zitiere mal aus dem Gesetz, was wir hier haben, den Paragraphen 5 des Infektionsschutzgesetzes. Da heißt es, eine epidemische Lage von nationaler Tragweite liegt vor, wenn eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik Deutschland besteht, weil eine dynamische Ausbreitung einer bedrohlichen, übertragbaren Krankheit über mehrere Länder in der Bundesrepublik Deutschland droht oder stattfindet. Meine Damen und Herren, was ist denn die Situation? Ist denn hier irgendjemand der Meinung, dass Covid nicht übertragbar ist, außer die AfD? Ist irgendjemand der Meinung, dass Covid nicht bedrohlich ist? Ist irgendjemand der Meinung, dass wir keine dynamische Entwicklung haben? Also das ist doch eine Realitätsverweigerung. Und deswegen, meine Damen und Herren, werden wir uns da auch für einsetzen, das sage ich auch ganz klar, dass diese epidemische Lage dann auch verlängert wird. Herr Brinkhaus, das ist ja nicht das Einzige. Entschuldigung, Herr Brinkhaus, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kubicki aus der FDP-Fraktion? Nein, ich kann da gleich eine Kurzintervention machen. So, die zweite Sache ist, dass wir uns einfach mal angucken müssen, was wird denn da vorgebracht, was wird denn da gefordert? Da wird Folgendes gefordert in diesem Gesetzentwurf, dass erstmal, Herr Ramelow ist hier, die Länderrechte geschwächt werden. Den Ländern wird Flexibilität genommen, den Ländern werden Handlungsoptionen genommen. Das geht doch nicht, meine Damen und Herren. Wir sind in einer Krise, die Länder müssen die Handlungsoptionen haben, um entsprechend gegen diese Corona-Krise auch vorgehen zu können. Der zweite Punkt ist, und das muss man ja auch sagen, Sie haben ja viele Sachen, die wichtig sind. Sie sagen gerade Krankenhausfinanzierung. Herr Scholz, warum haben Sie es nicht ins Gesetz eingebracht? Das wird jetzt irgendwo nachgeliefert. Und ich meine, man kann auch von zukünftigen Regierungsparteien, die in Koalitionsverhandlungen sind, in dieser Krise erwarten, dass man sauber liefert. Und ihr ist nicht sauber geliefert worden, meine Damen und Herren. Und wenn man das Ganze mal bewertet, dann muss man sagen, es ist dünn, was Sie da aufgeschrieben haben. Es ist wirklich dünn. Und es ist kommunikativ auch das völlig falsche Signal. Dadurch, dass Sie die epidemische Lage von nationaler Tragweite aufheben, sagen Sie doch den Leuten, es ist nicht mehr so schlimm. Es ist nicht mehr so wichtig, dass wir den gesamten Katalog haben. Im Gegenteil, wir müssen den Menschen sagen, ihr müsst noch achtsamer sein, ihr müsst noch vorsichtiger sein. Wir müssen gut durch diese Krise durchkommen. Aber das geht doch nicht, wenn ich solche Signale setze. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden wir jetzt zweigleisig fahren? Ja, wir sind eine konstruktive Opposition. Ja, und Herr Scholz, wir haben Interesse daran, weil es im Interesse des Landes ist, auch ein vernünftiges Ergebnis zu kriegen. Und wenn Sie nicht bereit sind, aber vielleicht erklärt das gleich noch einer von den Rednerinnen und Rednern, die epidemische Lage zu verlängern, dann machen Sie wenigstens ein vernünftiges Gesetz. Und ein vernünftiges Gesetz zu machen bedeutet, dass die Länder mehr Flexibilität brauchen und nicht mit einem abschließenden Katalog arbeiten können. Denn das wird Ihnen die Handlungsoption für eine konsequente Krisenbekämpfung dann auch entsprechend nehmen. Dann schreiben Sie auch alles in dieses Gesetz rein, was notwendig ist. Dann sagen Sie uns, was Sie für eine Vorstellung haben, wie zukünftig 2G und 3G abgearbeitet werden soll. Dann sagen Sie uns doch, wie Sie sich vorstellen, dass der konsequente Schutz am Arbeitsplatz da sein soll. Das sind doch die Fragen, die wir uns stellen müssen, damit wir eine konsequente Pandemiebekämpfung hinkriegen. Und dass wir eine konsequente Pandemiebekämpfung brauchen, und Sie haben es angesprochen, das sind wir diesem Land schuldig. Und das sind wir insbesondere, liebe Kolleginnen und Kollegen, zwei Gruppen in diesem Land schuldig. Wir haben viele, viele Dinge richtig gemacht. Was wir nicht richtig gemacht haben, wir haben im letzten Dezember und im letzten Januar nicht die Menschen in den Pflegeheimen schützen können. Und deswegen der dringende Appell, alles dafür zu tun, auch an die Länderseite, dass das, was im Dezember letzten Jahres und im Januar diesen Jahres passiert ist, nicht nochmal passiert. Und wir haben eine zweite, ganz, ganz, ganz große Schuld. Das ist die Schuld gegenüber den jungen Menschen. Das ist die Schuld gegenüber den Menschen, die in den jungen Menschen, die nicht in die Kitas gehen konnten, die nicht in die Schulen gehen konnten, die nicht studieren konnten, die auf viel verzichten mussten. Und deswegen, meine Damen und Herren, sind wir es doch diesen Menschen schuldig, dass wir alles dafür tun, dass wir schnell und gut durch diese vierte Welle kommen. Und dieses Gesetz, was Sie hier vorlegen, das trägt nicht dazu bei. Und deswegen gibt es da noch was nachzuarbeiten. Vielen Dank. Als nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Katrin Göring-Eckardt. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Brinkhaus, wir haben einen Entwurf vorgelegt, nachdem
Klar ist, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite auslaufen wird. Und wir mussten diesen Entwurf hier vorlegen, weil eben nichts vorbereitet worden ist von Ihnen und der Vorgängerregierung und vom Bundesgesundheitsminister, der in diesem Sommer gesagt hat, wir können das Auslaufen der epidemischen Notlage gewährleisten. Das ist die Realität. Wir haben eine Situation, in der bei weitem nicht genügend Menschen in diesem Land geimpft sind. In der Tat. Wir haben einen Gesundheitsminister, der noch amtiert, der immer gesagt hat, alle haben ein Angebot bekommen. Aber wo war denn eigentlich das Gespräch mit denen, die dieses Angebot nicht wahrgenommen haben? Das müssen wir jetzt nachholen, das müssen wir jetzt nacharbeiten, bis zum Thema dritte Impfung. Sie können sich hier nicht rausstehen aus der Verantwortung, Herr Brinkhaus. Das ist schäbig und das ist verantwortungslos. Wir haben wirklich eine dramatische Lage. Wir haben Ansteckungszahlen, die weit über dem liegen, was wir einfach hinnehmen könnten. Wir müssen jetzt darauf reagieren mit Maßnahmen, die erstens wirksam sind und zweitens rechtssicher sind. Ich finde es nicht sinnvoll, dass wir uns hier hinstellen und sagen, wir machen mal Maßnahmen und die werden dann von Gerichten wieder gekippt. Das führt zu neuer Verunsicherung und die können wir uns nicht leisten, meine Damen und Herren. Und wenn Sie heute in die Krankenhäuser schauen, wenn Sie in die Pflegeheime schauen, ja auch in die Schulen und Kitas, dann sehen Sie, dort arbeiten wieder Menschen oder immer noch Menschen am Limit. Das müssen wir ernst nehmen. Wir müssen den Krankenhäusern helfen. Wir müssen klar sein beim Schutz der Menschen in den Pflegeheimen. Wir müssen auch klar sein dabei, dass es eben nicht wieder die Kinder und Jugendlichen sein können, die zuerst zu Hause bleiben müssen. Deswegen eben auch viel mehr Schutz am Arbeitsplatz. Übrigens auch etwas, was Sie bisher nicht gemacht haben. Hätte ich mir ja sehr gewünscht, dass klar ist, Kinder erst. So. Und Herr Brinkhaus, am 22.10. hat die Ministerpräsidentinnenkonferenz den Deutschen Bundestag aufgerufen und gebeten, ein Gesetz vorzulegen. Genau das machen wir jetzt. Die Ministerpräsidentinnenkonferenz hat gesagt, Sie brauchen einen Rahmen. Und diesen Rahmen legen wir jetzt hier vor und wir diskutieren ihn. Das machen wir nämlich auch anders als in der Vergangenheit. Wir sagen, diese Diskussion gehört hierher und ins Parlament. Und das ist nicht in Stein gemeißelt. Da muss man nicht einfach dann hier nur noch die Hand heben, sondern das ist das, was wir gemeinsam hier diskutieren und besprechen. Mit Expertinnen und Experten in der Anhörung, mit den Leuten in der Praxis, die Erfahrungen haben. Natürlich auch mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Olaf Scholz hat es angekündigt, zu Recht. Wir müssen ja zu einer gemeinsamen Haltung, zu einer gemeinsamen Lageeinschätzung, zu gemeinsamen Handeln kommen. Und dazu kann ich Sie nur aufrufen und nicht in billige parteipolitische Aktion machen. So. Und wenn ich mir anschaue, worum es geht, dann sage ich, wir sind solche rechtssicheren, wirksamen Maßnahmen schuldig, gerade denen, die in den Krankenhäusern arbeiten, in den Pflegeheimen, in den Schulen. Wir haben eine Inzidenz bei denen, die nicht geimpft sind, die ungefähr 20 Mal höher ist als bei denen, die geimpft sind. Wir haben eine Situation, wo wir nicht einfach sagen können, es ist schon egal, ob jemand geimpft ist, das werden Gerichte nicht zulassen. Und deswegen müssen wir alle möglichen Maßnahmen, und wir reden gerne weiter darüber, wie der Katalog erweitert werden kann, über die Maskenpflicht, über die Frage, was machen wir im ÖPNV, über die Frage, wie grenzen wir Veranstaltungen ein. Natürlich brauchen wir 2G. Das ist eine der wirksamen Maßnahmen, die wir jetzt machen können. Natürlich brauchen wir das alles. Und wenn Sie weitere Vorschläge haben, dann reden wir darüber sehr, sehr gern. Und ich finde, wir müssen dafür sorgen, dass wir auch die Diskussionen, die gerade der Ethikrat und die Leopoldina uns auf den Tisch gelegt haben, dass sie nämlich die Frage stellen, wie ist es eigentlich mit einer Impfpflicht in Einrichtungen, die für Pflegende, für andere vulnerable Gruppen da sind. Ich finde, diese Diskussion können wir uns nicht entziehen. Wir müssen zu einem vernünftigen Ergebnis kommen. Aber eine Impfung wirkt natürlich erst in vielen, vielen Wochen.
Und deswegen brauchen wir jetzt verlässliche Testregimes für alle, die in diese Einrichtung gehen. Und deswegen ist es notwendig, dass die Bürgerinnen-Tests wieder da sind. Und ich finde es ein wirklich krasses Versäumnis, dass die abgeschafft worden sind. Wir könnten jetzt besser und weiter sein, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, meine Damen und Herren. Und deswegen sage ich Ihnen, was wir jetzt rasch tun müssen, was wir selbstverständlich mit den Ländern besprechen, das ist das, was für Sicherheit in unserem Land sorgt. Alle hier machen sich, bis auf Sie da ganz rechts, alle hier machen sich, glaube ich, große Sorgen darum, wie die nächsten Wochen gehen. Und natürlich hätten wir uns alle mehr gewünscht, wir könnten irgendwie entspannt aufs Weihnachtsfest blicken. Das werden wir nicht tun können. Und deswegen mein Aufruf. Lassen Sie uns mit den Expertinnen diskutieren. Lassen Sie uns hier im Parlament diskutieren. Lassen Sie uns aufhören, parteipolitisch hin und her miteinander eine Auseinandersetzung zu führen auf dem Rücken derjenigen, die jetzt als Patientinnen und Patienten auf Intensiv liegen, den Pflegerinnen und Pfleger. Lassen Sie uns keine Diskussion führen auf dem Rücken derjenigen, die die Schwierigkeiten in dieser Pandemie aushalten müssen. Deswegen meine große Bitte, die Debatte sollte hier stattfinden. Wir sollten dafür sorgen, dass die Menschen in unserem Land geschützt sind, dass die Arbeitsplätze sicher sind, dass die Pflegeheime sicher sind, dass die Kinder, dass die Jugendlichen weiter in Kita und Schule gehen können. Wir sollten dafür sorgen, dass die Intensivstationen in unserem Land alle Unterstützung bekommen dafür, dass sie diese so wichtige Arbeit auch ausreichend machen können. Wir müssen dafür sorgen, dass die Lage, in der wir sind, ernst genommen wird und dass wirksame Maßnahmen ergriffen werden. Dafür stehen wir bereit, dafür wollen wir hier in diesem Parlament diskutieren, dafür laden wir die Ministerpräsidentin, die Länder in diesem Land ein und dazu laden wir auch Sie ein, meine Damen und Herren. Wir haben die pandemische Lage übrigens viermal hiermit abgestimmt und beim fünften Mal nicht. Jetzt sind Sie am Zug zu sagen, ja, wir übernehmen auch gemeinsam Verantwortung für dieses Land. Das ist das, was der Lage angemessen ist. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Marco Buschmann. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Die Fraktion von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP legen Ihnen heute ein neues Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Corona bei. Es löst ein altes Maßnahmenpaket ab. Und der Name dieses alten Maßnahmenpakets führt immer wieder zu Missverständnissen. Manchmal hat man den Eindruck, dass diese Missverständnisse auch bewusst geschürt werden. Manchmal hat man den Eindruck, es wird so getan, als ob nur weil das alte Maßnahmenpaket den Namen epidemische Notlage von nationaler Tragweite hält, dass, wenn man dieses alte Maßnahmenpaket abläuft, irgendjemand behaupten würde, Corona sei vorbei oder wir würden nicht auch robuste Maßnahmen gegen diese Krankheit ergreifen wollen. Und ich möchte an dieser Stelle mal eins sagen. Wir können hart in der Sache diskutieren, über jedes einzelne Element. Aber Lügen und Fake News gehören in den Instrumentenkasten von Diktatoren und Populisten. Und die gehören nicht in die Debatte zwischen aufrechten Demokraten, meine Damen und Herren. Dass das alte Maßnahmenpaket nicht so bleiben konnte, wie es war, ist eine Frage der Wahrhaftigkeit. Ich will Sie daran erinnern, erst zu Beginn des letzten Monats hat der Bayerische Verfassungsgerichtshof die Ausgangssperren gekippt. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat gesagt, dass eine Ausgangssperre selbst zu einem Zeitpunkt, als es noch keinen Impfstoff in ausreichender Menge gab, nicht mehr Verhältnismäßigkeit war. Und deshalb wird er auch heute wieder so urteilen, dass auch heute dieses Instrument nicht mehr verhältnismäßig wäre. Wer das ignoriert, ignoriert die Anforderungen unseres Grundgesetzes. Und ich finde, wir müssen auch in der Krise unser Grundgesetz respektieren, damit wir das bleiben, was wir sind und was wir sein wollen, nämlich ein freiheitlicher Rechtsstaat, meine Damen und Herren.
Und wir legen mit dem neuen Maßnahmenpaket robuste Maßnahmen für die Bekämpfung von Corona vor. Wir ermöglichen den Ländern auf rechtssicherer Grundlage all die physikalischen Infektionsbarrieren, die sie brauchen. Maskenpflicht, 3G, Abstandspflichten, Hygienekonzepte, auch welche, die behördlich durchgesetzt werden können. Das legen wir auf den Tisch und wir gehen über das hinaus, was in der Vergangenheit Pflicht war. Es wird immer so getan, als sei das nur ein Minus. Es ist dort ein Minus, wo es verfassungswidrig wäre. Aber es ist dort ein Mehr, wo wir versagt haben. Und Herr Brinkhaus, ich gebe Ihnen recht, unser Land hat versagt beim Schutz der Älteren. Aber wenn Sie mit dem Finger auf uns zeigen, die wir in den letzten Jahren in der Konstellation nicht in Verantwortung waren, müssen Sie mal erkennen, dass Ihr Finger an der Hand, mit dem Finger, auf den Sie uns zeigen, drei Finger auf Sie zurückzeigen. Und das macht Ihren Beitrag nicht zu einem guten Beitrag in dieser Debatte. Wir werden für 3G sorgen und wir liefern auch eine Rechtsgrundlage für 2G. Wir werden über Testpflichten in den Alten- und in den Pflegeheimen sprechen. Und da hat unser Land versagt. Es gab Bundesländer, in denen die Toten zu fast 90% aus den Alten- und aus den Pflegeheimen kommen. Und wer da sagt, dass das Instrumentarium, das wir jetzt ablösen, ein gutes war, der verkennt die Realität, Herr Brinkhaus. Und das müssen Sie sich ins Stammbuch schreiben lassen. Und deshalb will ich zum Schluss, nachdem wir einige Dinge klargestellt haben, noch zwei Anmerkungen machen. Erstens, ich möchte mich ausdrücklich beim Bundesminister Scholz dafür bedanken, dass er hier seine Vorstellung zur Pandemiepolitik vorstellt. Denn sie gehört in den Deutschen Bundestag, sie gehört in die Herzkammer der Demokratie. Und deshalb war es richtig, das hier zu tun. Und zweitens möchte ich sagen, wenn jetzt ein Maßnahmenpaket vorliegt in einer der umstrittensten Fragen unseres Landes, dem sowohl Wolfgang Kubicki wie auch Karl Lauterbach das Prädikat erteilen, dass man damit die Pandemie erfolgreich kämpfen kann, dann sollte sich vielleicht der ein oder andere den Ruck geben, dass, wenn zwei so unterschiedlich denkende Leute zu der übereinstimmenden Beurteilung kommen, dass wir ein geeignetes, gutes und rechtssicheres Paket haben, dann sollten sich auch einige den Ruck geben, über ihren parteipolitischen Schatten zu springen. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Sebastian Münzenmeier. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, man höre und staune. Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf soll der Deutsche Bundestag feststellen, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite abgeschafft wird. Millionen von Menschen haben darauf gewartet. Denn man hat ihnen versprochen, dass mit dem Ende der epidemischen Lage von nationaler Tragweite auch die Freiheitseinschränkungen aufgehoben werden. Freiheitseinschränkungen, die viele Bürger massiv getroffen haben, die Existenzen vernichtet haben und die zu unzähligen Kollateralschäden geführt haben. Heute könnte also für viele dieser Menschen ein Tag der Freiheit werden, ein Freedom Day, wie ihn etliche andere Länder bereits gefeiert haben. Aber wenn man sich ihren Entwurf mal genauer anschaut, stellt man fest, sie streichen zwar die epidemische Lage, aber die Maßnahmen sollen bleiben. Die können jetzt ja nun, Sie fordern das Wort wörtlich so, unabhängig davon getroffen werden, ob eine solche Lage überhaupt vorliegt. Und Sie setzen im vorliegenden Gesetzentwurf ja noch einen drauf. Sie reden hier zwar munter vom Parlament und den Diskussionen im Parlament, aber erstens, die nächste Klüngelrunde ist schon geplant. Wir haben es gehört, der Ministerpräsidentenstammtisch soll wieder zusammentreten. Und zweitens, Sie wollen verstetigen in diesem Gesetzentwurf, dass es auf die Entscheidung des Bundestages nicht mehr ankommt und Sie wollen die Beteiligung der Landesparlamente auch noch aushebeln. Damit degradieren Sie die Herzkammern unserer Demokratie erneut zu Statisten und dieses undemokratische Verhalten wird von unserer Fraktion abgelehnt, meine Damen und Herren. Der vorliegende Gesetzentwurf, und wir haben es ganz deutlich hier vom Rednerpult von Herrn Scholz und Frau Göring-Eckardt gehört, er wird zu zwei Dingen führen. Zu einer extremen Ausweitung der 2G-Regelung in etlichen Bundesländern
und darauf aufbauen zu einem weiteren massiven und unanständigen Druck auf Menschen, die sich aus den unterschiedlichsten Gründen nicht impfen lassen wollen. Wir als AfD-Fraktion, wir haben ein anderes, ein freiheitliches Menschenbild im Vergleich zu Ihnen allen. Für uns ist die Impfung eine persönliche Entscheidung eines jeden Bürgers. Und diese Entscheidung muss freiwillig und ohne direkten oder indirekten Zwang erfolgen. Und wundern Sie sich denn nicht, dass die Bürger da draußen Ihnen schlicht und ergreifend nichts mehr glauben? Die STIKO zieht gerade die Impfempfehlung für unter 30-Jährige mit dem Impfstoff von Moderna aufgrund von Nebenwirkungen zurück. Für einige wohl zu spät, meine Damen und Herren. Die Boosterimpfung oder Drittimpfung, die von Ihnen auch heute wieder als Weg aus der Pandemie propagiert wird, die wird von der Fachwelt immer noch überhaupt nicht für die Gesamtbevölkerung empfohlen. Das ist schlicht und ergreifend Unfug. Die einzigen, die es empfehlen, sind die selbsternannten Virologen hier im Deutschen Bundestag, die meinen, sie müssen der Bevölkerung erklären, was für sie gut und richtig ist. Und das aktuellste und unsinnigste Beispiel ihrer Corona-Politik der Widersprüche ist die sogenannte 2G-Regel. Diese Regel ist schlicht und ergreifend sinnlos. Denn sämtliche wissenschaftlichen Erkenntnisse haben uns gelehrt, dass auch Geimpfte und Genesene ansteckend sein können. Und diese Menschen, Geimpfte und Genesene, wiegen sich also ohne Test in geschlossenen Räumen und auf Großveranstaltungen in vermeintlicher Sicherheit und stecken andere Personen an, während negativ getestete Menschen, die nachweisen können, dass sie nicht ansteckend sind, draußen bleiben müssen. Da geht es Ihnen nur um Impfdruck, denn ginge es Ihnen tatsächlich um eine Maßnahme des Infektionsschutzes, dann müssten Sie, wenn überhaupt, alle Anwesenden ohne Ansehen des Impf- oder Genesenenstatus testen, meine Damen und Herren. Oder um es mit den Worten des ehemaligen Chefvirologen der Charité, Professor Krüger, zu sagen, 2G ist nicht sicherer, aber unfreier. Und wir als AfD-Fraktion, wir lehnen auch weiterhin Ihre Ideen der Unfreiheit und des Zwangs ab und stehen stattdessen für eine Rückkehr zu Freiheit, zu Eigenverantwortung und zu vernunftbasierter Politik. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Stellen Sie doch eine Zwischenfrage, wenn Sie das fragen möchten. Freue ich mich drauf. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Susanne Ferschel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, es geht natürlich heute nicht darum, die Pandemie für beendet zu erklären. Das wäre auch angesichts der dramatischen Infektionszahlen ziemlicher Quatsch. Es geht um die Beendigung dieses juristischen Konstrukts, mit dem Regieren per Verordnungsermächtigungen möglich ist. Und damit muss Schluss sein. Und das finden wir auch gut. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von SPD, FDP und Grünen, Sie betreiben schon auch ein bisschen Symbolpolitik. Weil natürlich müssen die Länder weiterhin Maßnahmen ergreifen. Und der amtierende Bundesratspräsident sitzt ja heute auch hier. Sie werden Maßnahmen ergreifen müssen, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Die Symbolpolitik darf nur nicht dazu führen, dass man den Menschen was vorgaukelt. Und Sie, Kollege Buschmann, Sie haben ja versprochen, dass mit dem 20. März alle Maßnahmen beendet sein werden. Und seit Monaten wird den Menschen erzählt, wenn ihr dieses und jenes macht, dann ist die Pandemie bald vorbei. Und ich glaube, die Leute haben einfach den Kanal voll von diesen leeren Versprechungen. Und deswegen sollten wir uns im Zweifelsfall alle mal daran halten, im Zweifelsfall mal die Klappe zu halten. Es ist die vierte Welle und es ist das vierte Mal, dass die Verantwortlichen warten, bis die Welle über ihnen zusammenschlägt. Und verantwortlich ist die noch amtierende Bundesregierung, der noch Gesundheitsminister Spahn. Und ich muss schon sagen, es war heute so ein bisschen absurdes Theater für mich. Herr Scholz, ich weiß nicht, waren Sie in den letzten Jahren nicht in der Regierungsverantwortung? Warum haben Sie denn die ganzen Dinge nicht gemacht, die Sie vorgeschlagen haben? Und Herr Brinkhaus spricht von Schuld. Ja, warum haben Sie denn das alles nicht gemacht, was Sie jetzt die ganze Zeit hier erzählt haben? Es ist ein Versagen in Reihen gewesen, was hier passiert ist. Angefangen mit der Abschaffung der kostenlosen Tests. Die vierte Welle, die war doch absehbar. Und auch Geimpfte und Genesene können den Virus weitergeben. Da muss man doch mehr testen und nicht weniger. Also es war doch eine absurde Entscheidung.
die zu niedrige Impfquote? Wo war denn Ihre Impfkampagne mit aufsuchenden und mit niedrigschwelligen Impfangeboten? Andere Länder zeigen, dass es deutlich besser geht. Und dann die fehlende Boosterimpfung für die über 60-Jährigen und die vulnerablen Gruppen. Die müssten doch alle schon ein drittes Mal geimpft sein. Die Erfahrungen aus Israel, die zeigen doch, dass der Impfschutz nachlässt. Ja, statt zu reagieren, haben Sie auch noch die Impfzentren abgeschafft. Jetzt kommen die Hausärzte nicht hinterher mit Impfen. Das ist wirklich unfassbar. Und was? Was haben Sie eigentlich getan in all der Zeit, um den Pflegenotstand wenigstens zu lindern? Wenigstens zu lindern. Es stehen jetzt noch weniger Intensivbetten zur Verfügung als Anfang des Jahres, weil die Kolleginnen und Kollegen in der Pflege so überlastet sind, dass sie weiterhin aus dem Beruf flüchten. Und ich wünsche an der Stelle den Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst in den Ländern, die jetzt im Streik sind, viel Durchhaltevermögen und viel Erfolg, denn eure Arbeit ist mehr wert. Liebe Ampel, notwendig sind jetzt Sofortmaßnahmen. Die Rückkehr zu den kostenlosen Tests ist schon beschlossen. Das ist auch gut so. Eine lückenlose Testpflicht, unabhängig vom Impfstatus, insbesondere in Pflegeeinrichtungen. Wir dürfen die Menschen nicht erneut einsperren. Und auch die Arbeitgeber müssen beim Arbeitsschutz in die Pflicht genommen werden. Auch 3G mag Sinn machen, aber unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften. Es kann nicht sein, dass der Arbeitgeber den Impfstatus erfragt. Da sind wir an der Seite der Gewerkschaften. Und im Übrigen geht es selbstverständlich um Impfen, Impfen, Impfen. Aber eines ist auch klar, und damit bin ich dann auch am Ende. Wir brauchen Investitionen ins Gesundheitswesen, in Kitas, in Schulen, in die öffentliche Daseinsvorsorge insgesamt. Denn eine Gesellschaft, die nur auf Profit getrimmt ist, wird immer pandemieanfällig bleiben. Vielen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Dirk Wiese. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich glaube, es ist ein wichtiges Signal, dass hier am heutigen Tag der Gesetzentwurf der möglichen zukünftigen Ampelkoalitionäre eingebracht wird. Es zeigt mit diesem Gesetzentwurf, dass wir Verantwortung übernehmen in einer nicht einfachen Situation, dass wir Verantwortung übernehmen, auch über den 25.11. hinaus vor allem rechtssichere Maßnahmen auf den Weg zu bringen, rechtssichere Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die nicht vor einem Gericht scheitern, die nicht wieder infrage gestellt werden, die nicht von heute auf morgen nachgebessert werden, sondern die den Ländern einen Instrumentenkasten in die Hand geben, auf diese nicht einfache Situation zu reagieren, zu antworten. Und diese Möglichkeit geben wir Ihnen mit diesem Gesetzentwurf, den wir heute auf den Weg bringen. Ich möchte an dieser Stelle auch die Möglichkeit nutzen, einmal denjenigen Danke zu sagen, die jetzt gerade in dieser schwierigen Situation in den Krankenhäusern diejenigen pflegen und sich um die kümmern, die schweren Verläufen ausgesetzt sind. Diese Pflegerinnen und Pfleger in den Krankenhäusern, die Ärztinnen und Ärzte, die leisten seit Beginn dieser Pandemie eine unglaubliche Arbeit. Ja, es sind schwierige Arbeitsbedingungen. Ja, es ist herausfordernd. Wir wissen, dass hier ist einiges zu tun. Aber mein großer Respekt für das, was dort wieder täglich geleistet wird, gerade jetzt in der Situation, wo es in einigen Krankenhäusern auch schwieriger wird. Ich kann auch die Sorgen verstehen der vielen Eltern, die unsicher sind momentan, gerade aufgrund der Situation, dass die Schülerinnen und Schüler gerade bis zur Vollendung des 11. Lebensjahres auch noch nicht geimpft werden können, dass man sich Gedanken macht, dass man Sorgen macht, wenn der tägliche Gang in die Schule letztendlich auch ansteht. Aber auch hier ist es wichtig, dass wir als Ampel, zukünftige Ampelkoalitionäre Maßnahmen auf den Weg bringen, Auflagen gerade für Gemeinschaftseinrichtungen auch möglich machen wollen und weiter möglich sein sollen. Und ich muss auch ganz klar sagen,
ich bin manchmal etwas überrascht, dass das ein oder andere Bundesland in dieser Situation die einfache Maßnahme, die sehr zielgerichtet ist, eine Maskenpflicht an Schulen zu haben, vielleicht etwas vorschnell schon aufgehoben hat. Also hier wünschte ich mir gerade diese Möglichkeiten, die es jetzt per Gesetz gibt und die es zukünftig auch geben wird, auch anzuwenden. Das sind einfache Schutzmaßnahmen, die können helfen und die sollte man nicht vorschnell aufheben. Ich bin auch Olaf Scholz dankbar dafür, dass er das, was wir vorhaben und das, wo es hingehen soll, auch hier zuerst im Deutschen Bundestag heute auch erläutert hat. Und Olaf Scholz hat es angesprochen. Das Entscheidende ist, dass wir bei den Impfungen vorankommen, dass wir einen Zahn zulegen, dass wir gerade auch mit Praktikern ins Gespräch kommen. Was gibt es eigentlich auch noch für kreative Lösungen, um diejenigen zu erreichen, die noch nicht den Entschluss letztendlich gefasst haben? Und darum ist es auch ein Signal, dass wir auch als zukünftige Ampelkoalitionäre ein Praktikerpanel auf den Weg bringen, was morgen im Deutschen Bundestag stattfinden wird, wo wir noch mal die Expertise der vielen einholen wollen, die täglich draußen unterwegs sind, die durch kreative Lösungen in einigen Regionen zu hohen Impfquoten kommen. Und das muss noch mal ein Ziel sein, das mit in dieses laufende Verfahren mit einfließen zu lassen. Wir bringen jetzt in diesem Entwurf zielgerichtete Maßnahmen auf den Weg. Ja, auch mit Änderungsanträgen eine verpflichtende Testpflicht, 3G am Arbeitsplatz, 2G, 3G auch in der Ermöglichung für die Bundesländer. Und ich will das mal ganz deutlich sagen. Es ist ja auch nicht so, dass die Länder nichts gemacht haben in der letzten Zeit. Wir hatten eine sehr wichtige Gesundheitsministerkonferenz der Länder, die stattgefunden hat, wo wichtige Beschlüsse gefasst worden sind von den Ländern an die Bundesregierung. Und diese werden wir jetzt auch im laufenden Gesetzgebungsverfahren mit aufnehmen, mit einfließen lassen und hier auch an der einen oder anderen Stelle, wo es notwendig ist, wo es zu mehr Rechtssicherheit führt, auch nachsteuern. Und das kann ich auch zusichern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Brinkhaus, ich muss auf das eine oder andere aber noch einmal ganz kurz eingehen, was Sie gerade hier gesagt haben. Ich will ja nicht verhehlen, dass es bei der letzten Verlängerung der epidemischen Lage nicht so gewesen ist, dass Sie als Fraktion geschlossen abgestimmt haben. Das muss man vielleicht hier an dem Punkt noch mal erwähnen und dass es auch innerhalb Ihrer Fraktion über die Frage der epidemischen Lage auch Debatten gegeben hat. Was Sie aber heute nicht gemacht haben hier, und das können Sie im laufenden Verfahren gerne noch nachsteuern, Sie haben gesagt, das müsste möglich gemacht werden, das müsste möglich gemacht haben. Sie haben keinen konkreten Vorschlag gemacht. Sagen Sie uns bitte konkret, was halten Sie im Verfahren für zielführend? Was brauchen Sie noch an konkreten Maßnahmen? Wir schauen uns das an, nehmen das mit auf. Aber ich muss Ihnen schon sagen, und das sage ich auch sehr deutlich, ich weiß manchmal nicht, was zwischen Berlin und München auf der A9 stattfindet. Ich bin Markus Söder dankbar, dass er bis zum 26.09. sich täglich geäußert hat. Das hat uns geholfen, das hat diese neue Konstellation mit möglich gemacht. Aber ganz offen gesprochen, das, was Markus Söder seit dem 26.09. macht, das ist kein verantwortbares Handeln eines Ministerpräsidenten. Derzeit gilt die epidemische Lage von nationaler Tragweite. Sie gilt noch. Er könnte handeln. Er tut es nicht. Er redet viel, aber macht vor Ort nichts. Nicht mal 2G in seinem eigenen Kabinett. Vielen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Alexander Dobrindt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Scholz, Sie haben hier gesagt, wir müssen weiter vorsichtig sein. Dazu hätten Sie heute jede Chance gehabt, und zwar mit einem klaren Bekenntnis, dass Sie die epidemische Lage weiter verlängern wollen. Die Hospitalisierung steigt, das Infektionsgeschehen explodiert, die dritte Impfung muss erst an Fahrt gewinnen, die Risiken steigen und Sie schrauben den Instrumentenkasten runter. Das kann nicht gut gehen, Herr Scholz. Sie verlassen geradezu das Team Vorsicht und Sie gehen ins Team Versuchen wir es mal.
Das reicht aber nicht für Ihre neue Verantwortung und um dieser entsprechend nachzukommen. Gerade im August, Herr Scholz, da haben Sie sich noch für die Verlängerung der epidemischen Lage ausgesprochen. Heute bei mehr Kranken, bei mehr Infizierten, bei mehr Belastung der Krankenhäuser beenden Sie politisch die epidemische Lage. Das ist schlichtweg eine falsche Entscheidung an dieser Stelle. Sie werben hier eindrucksvoll für das Impfen, aus meiner Sicht vollkommen zu Recht, aber Sie geben komplett andere Signale. Wenn Sie heute die epidemische Lage beenden wollen, wie soll das in der Öffentlichkeit eigentlich ankommen? Wie wollen Sie Menschen davon überzeugen, sich impfen zu lassen, wenn Sie das Signal geben, es wird schon irgendwie werden, die epidemische Lage muss nicht verlängert werden, es kommt schon wieder alles irgendwie in Ordnung. Das reicht nicht als Signal, um die Impfbereitschaft zu erhöhen. Was Sie aber tun, Sie werden als Ampel sicher unser Gesundheitswesen vor eine Belastungsprobe stellen. Wir haben jetzt schon Regionen in Deutschland mit einer Inzidenz von über 1000 weiter steigend. Die Intensivbetten sind belegt. Ja, in verschiedensten Regionen in Deutschland, auch in Bayern, auch in Sachsen, auch in anderen Ländern wird genau das anstehen. Und beim besten Willen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich verstehe diese hämischen Zwischenrufe an dieser Stelle überhaupt nicht. Es geht um Infizierte, es geht um kranke Menschen, es geht um Belastung der Krankenhäuser, es geht um eine Situation, die sich weiter verschärft. Und da diese dümmlichen Zwischenrufe können Sie sich beim besten Willen sparen. Das zeigt, dass Sie vieles sind, aber nicht regierungsfähig, meine Damen und Herren. Man muss kein Hellseher sein, um zu sehen, dass in den nächsten Tagen oder Wochen es zu einer Überlastung des Gesundheitswesens führen kann. Deswegen ist es falsch, den Instrumentenkasten an dieser Stelle zu reduzieren. Es ist schlichtweg ein Fehler. Und sehr geehrter Herr Buschmann, ich habe Ihrer Rede sehr genau zugehört. Ich muss sagen, auf Ihrer Webseite kann man aktuell nachlesen, ich zitiere daraus, eine Überlastung des Gesundheitssystems sei nicht mehr zu erwarten. Was für eine grandiose Fehleinschätzung. Und Herr Buschmann, Sie sagen hier am Pult gerade vorhin, wir gehen über die bisherigen Maßnahmen hinaus. Ich darf Sie aus Ihrer Webseite, Herr Buschmann, zitieren. Dort sagen Sie aktuell nachlesbar, die Fraktionen wollen daher den Ländern nur noch befristet niederschwellige und wenig eingriffsintensive Maßnahmen bis zum Frühjahr 2022 ermöglichen. Sie reduzieren die Maßnahmen. Hier steht die Wahrheit auf Ihrer Webseite und nicht in Ihrer Rede hier im Deutschen Bundestag. Und Frau Göring-Eckardt, Sie haben hier gesagt, wir können es uns jetzt nicht leisten, dass Maßnahmen von Gerichten gekippt werden. Sie haben über Rechtssicherheit gesprochen. Ich darf Sie an dieser Stelle fragen, was ist rechtssicherer, wenn der Deutsche Bundestag die epidemische Lage feststellt und weiter verlängert oder ob Sie ein halbherziges Gesetz auf den Weg bringen, meine Damen und Herren? Und Herr Scholz, Sie haben hier für 2G
geworben. Sie haben gesagt, Sie schaffen jetzt die Maßnahmen. Die Maßnahmen dafür gibt es übrigens in der epidemischen Lage und nicht erst durch Ihr Gesetz. Sie haben dafür geworben. Ich kann Ihnen an der Stelle einfach nur sagen, dann nehmen Sie auch Ihre Verantwortung wahr und kommen Sie mit Ländern und Bund zu einer gemeinsamen Lösung. Sie können 2G in Deutschland durchsetzen. Sie haben die Entscheidung dafür mitzutreffen. Sie können Druck machen und Sie können alle Länder mit ins Boot nehmen. Dazu gehört aber die Bereitschaft, dass man mit Bund und Ländern über die aktuelle Lage fair und offen spricht, gemeinsame Entscheidungen trifft. Kommen Sie dieser Verantwortung nach. Sie haben sie jetzt, nehmen Sie sie auch an. Dankeschön. Als nächste Rednerin hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Maria Kleinschmein. Sehr geehrte Frau Präsidentin, lieber Herr Dobrindt, ich muss sagen, Sie haben sich gerade wirklich verstiegen. Dieser werdenden Ampel vorzuwerfen, sie würde das Gesundheitswesen schädigen und gleichzeitig eine Situation verantworten zu müssen in Bayern, wo Sie die 9 höchst betroffenen Landkreise bundesweit stellen, wo Sie ernsthaft vor der Situation stehen, dass eine Überlastung Ihrer Krankenhäuser, Ihrer Intensivstationen und der Beschäftigten in diesen Intensivstationen zu verantworten haben, das ist Ihre Verantwortung. Und es ist unverschämt, an dieser Stelle all denjenigen, die sich hier wirklich bemühen, Lösungen zu finden, sowas vorzuwerfen. Das ist unverantwortlich und undemokratisch. Und auch Herr Brinkhaus, ich meine, wir haben in den letzten 2 Jahren versucht, gemeinsam dafür zu sorgen, dass wir als Bundestag Verantwortung übernehmen, dass wir schauen, dass wir diese sehr, sehr schwierige Situation tatsächlich meistern und dass wir dem gerecht werden, was insbesondere all denjenigen, die entweder betroffen sind, die Eltern sind, die viel, viel haben tragen müssen, Kinder und Jugendliche, die viel, viel haben tragen müssen und den vielen Betroffenen und schwer erkrankten oder auch verstorbenen Menschen im hohen Alter. Da haben wir uns um Verantwortung bemüht. Und Sie haben heute hier eine Rede gehalten, die zeigt, dass Sie nicht auf dem Weg einer konstruktiven Opposition sind, mit uns gemeinsam konstruktiv nach Lösungen suchen, sondern dass Sie den billigen und sehr opportunistischen Anklage suchen und nicht mit uns gemeinsam. Jetzt geht es darum, die epidemische Lage hat keiner dieser Entwicklungen, die wir jetzt sehen, irgendwie aufhalten können. Sie haben eben gerade nicht die Maßnahmen vorgelegt, die wir jetzt brauchen. Und das tun wir mit dem Gesetz jetzt. Wir schaffen zusätzliche Möglichkeiten zu denen, die bisher im Infektionsschutzgesetz vorgesehen waren. Wir schaffen den besseren Schutz der Vulnerablen in den Einrichtungen, indem wir zusätzliche Testpflichten festlegen. Wir schaffen insgesamt einen besseren Schutz, indem wir insbesondere auch dafür sorgen, dass am Arbeitsplatz, dass im Bereich der Arbeitswelt wir zusätzliche Schutzmöglichkeiten haben, zusätzliche Pflichten des Testens haben. Und wir werden dafür sorgen, dass wir all die Maßnahmen, die wir jetzt vorgelegt haben, im Anhörungsverfahren noch mal auf den Prüfstand stellen, schauen, ob wir nachsteuern müssen. Und wir haben uns als werdende Koalition versprochen, dass wir nachsteuern, immer da, wo es notwendig ist, dass wir die notwendigen Maßnahmen schaffen und für Handlungsfähigkeit sorgen. Und insgesamt zur Verantwortung gehört,
Impfen, das Impfen voranzubringen, das ist der Schlüssel, den wir brauchen. Wir müssen die ungeimpften Erwachsenen erreichen, dringend. Wir müssen viel, viel schneller werden bei den Boosterimpfungen, bei den Auffrischungsimpfungen, damit wir sicherstellen können, dass in den nächsten Wochen die Intensivstationen nicht volllaufen, gerade mit denjenigen, die als Ältere den Immunschutz verlieren. Das ist das, was wir jetzt tun müssen. Und gemeinschaftlich müssen wir dafür sorgen, dass alle an einem Strang ziehen. Sonst wird es uns nicht gelingen, gut durch diesen Winter zu kommen. Und wir legen mit diesem Gesetz viele Maßnahmen vor, mit denen wir weiter nachsteuern können. Machen Sie mit, tragen Sie mit uns eine offene Diskussion dazu aus, was wir tun müssen, was wir anpacken können. Wir sind gespannt, was Sie an weiteren Vorschlägen einbringen in die Diskussion. Wir jedenfalls sind in der offenen Diskussion, nehmen alle Anregungen aus der Anhörung auf. So werden wir vorgehen und damit werden wir auch eine bessere Situation schaffen. Danke. Als nächste Rednerin für die FDP-Fraktion Christine Aschenberg-Dugnus. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, um es gleich zu Beginn ganz deutlich zu sagen, eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes ist längst überfällig, denn wir benötigen Rechtssicherheit in der Corona-Krise. Und dieses Parlament muss daran beteiligt sein, meine Damen und Herren. Wir haben uns gemeinsam mit SPD und Grünen zusammengesetzt, um diese Lösungen zu erarbeiten. Und diese Lösungen werden jetzt, ja, da werden sich die Kolleginnen und Kollegen von der CDU und CSU verwundert die Augen reiben, in einem geordneten Gesetzgebungsverfahren auf den Weg gebracht, meine Damen und Herren. Heute die erste Lesung, in einer Woche die zweite und dritte Lesung. Es wird eine Anhörung geben, selbstverständlich, mit Verbesserungsvorschlägen. Egal, wo Sie herkommen, werden wir offen und transparent umgehen. Kurzum, meine Damen und Herren, es findet die von uns seit langer Zeit geforderte Reparlamentarisierung statt. Und das ist gut so. Meine Damen und Herren, das Parlament ist handlungsfähig, selbst in Zeiten einer lediglich geschäftsführenden Regierung. Wir zeigen, dass wir in der Lage sind, zügig zu reagieren. Ja, und jetzt geht es los. Es kommen natürlich sofort Vorwürfe der Untätigkeit, der unzureichenden Mittel im Infektionsschutzgesetz. Herr Brinkhaus hat es gesagt, Herr Dobrindt hat es gesagt. Und natürlich kommen die lautesten Stimmen von einem Vorsitzenden einer Regionalpartei, der sich eigentlich nur darüber ärgert, kurz vor der Landtagswahl, dass er sich nicht mehr hinter dem Bund verstecken kann, meine Damen und Herren. Und ich sage hier ganz deutlich, statt laut nach harten Maßnahmen zu schreien, die dann wieder von den Gerichten aufgehoben werden, nehmen Sie sich doch einfach mal ein Beispiel im Süden Deutschlands an meinem Heimatland Schleswig-Holstein. Impfquote der über 60-Jährigen 90%. Impfquote der 12- bis 17-Jährigen 57%. Boosterimpfungen in den Heimen, im August bereits vorbereitet und seit September finden diese statt. Einen schönen Gruß mal aus dem schönen Norden in den Süden. Statt großartig Pressekonferenzen zu geben, könnte man auch einfach handeln. Und um es an dieser Stelle noch einmal ganz deutlich zu sagen, mit dem Auslaufen der epidemischen Notlage, mit der Nichtverlängerung, wird natürlich nicht festgestellt, dass Corona vorbei ist. Ich glaube, die Menschen, unsere Bevölkerung, ist intelligenter, als es die CDU, CSU glaubt. Die wissen nämlich, können die Lage sehr gut einschätzen, meine Damen und Herren. Und dazu braucht es nicht der Verlängerung der epidemischen Lage. Wir wollen mit unserem vorgelegten Gesetz den Ländern die Möglichkeit geben, auf gesetzlicher Grundlage die angemessenen Maßnahmen, die notwendig sind, weiterzuführen. Wir werden und vor allen Dingen, dass jetzt durch das Auslaufen der epidemischen Lage den Ländern Maßnahmen entzogen würden, das stimmt auf jeden Fall nicht, meine Damen und Herren.
Und eines möchte ich an dieser Stelle auch noch mal ganz deutlich sagen. Es muss jetzt unser aller oberste Priorität sein, die vulnerablen Gruppen zu schützen. Denn das vergangene Jahr darf sich nicht wiederholen. Und ich glaube, da sind wir uns doch alle einig. Konkret müssen wir wie in Schleswig-Holstein die Boosterimpfungen voranbringen. Wir müssen jeden, der eine Alten- und Pflegeeinrichtung, eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen betritt, jeder muss getestet werden, um diese Gruppen weiterhin gut zu schützen. Wir reagieren außerdem, indem wir die 3G-Regel am Arbeitsplatz einführen. Die Wiedereinführung kostenfreier Tests, ganz wichtig. Wir wollen die Krankenhäuser finanziell besser ausstatten. Und wir bringen einen runden Tisch, um die Menschen zu erreichen, die wir bisher bei den Impfungen noch nicht erreicht haben. Das sind konkrete Maßnahmen, und das ist mehr, als die Bundesregierung die letzte überhaupt auf den Weg gebracht hat, meine Damen und Herren. Das sind Maßnahmen, um Menschenleben zu retten, und das sind konkrete Maßnahmen, die wir jetzt brauchen. Wir nehmen die Lage sehr ernst, und ich freue mich auf das Verfahren, auf die Anhörung. Wir werden gute Maßnahmen auf den Weg bringen. Ganz herzlichen Dank. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Jörg Schneider. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die neue Bundesregierung möchte die pandemische Lage beenden. Was wird sich für die Menschen ändern? Nichts, zumindest nicht zum Besseren. Wir haben nämlich, wir werden noch weiter von Ihnen hören, lassen Sie sich impfen, tragen Sie im Bus eine Maske. Dann wird alles gut. Nur wir wissen doch, es wird damit nicht alles gut. Es funktioniert nicht. Denn die alte und die neue Bundesregierung, sie haben eines nicht verstanden. Unser Problem ist nicht der 30-jährige Ungeimpfte. Unser Problem ist der 30-jährige Geimpfte, der seinen 80-jährigen Opa besucht. In angeimpfter Sorglosigkeit lassen sich beide nicht testen. Enkel infiziert den Opa, Opa landet auf der Intensivstation. Das kriegen Sie vielleicht in den Griff in Alten- und Pflegeheimen. Aber dort, wo Opa noch in der eigenen Wohnung wohnt, da bräuchten Sie eigentlich Eigenverantwortung. Nur, Sie nehmen den Menschen die Freiheit. Freiheit ist aber die Grundlage dafür, dass Menschen Eigenverantwortung entwickeln. Keine Freiheit, keine Eigenverantwortung. Wir werden Corona so nicht in den Griff bekommen, meine Damen und Herren. Sie setzen stattdessen weiter auf Freiheitsbeschränkungen, auf 3G. Wir haben doch hier im Bundestag gesehen, es funktioniert nicht. Unsere konstituierende Sitzung, 700 Abgeordnete, einen Tag hier zusammen und einer war infiziert. Rechnen Sie das mal auf eine Wocheninzidenz hoch. Das ist eine Wocheninzidenz von 1000, meine Damen und Herren. Der Abgeordnete hatte Gott sei Dank einen milden Verlauf. Aber das zeigt uns doch zwei Dinge. Erstens, eine Inzidenz von 1000 ist nicht zwingend eine Katastrophe. Und zweitens, Sie werden eine Inzidenz von 1000 nicht mit 3G verhindern, meine Damen und Herren. Verhindern wollen Sie stattdessen, dass gefälschte Impfpässe verwendet werden. Das Problem dabei ist, es ist so fürchterlich einfach, einen Impfpass zu fälschen. Und dann gehen Sie damit zur Apotheke, lassen sich das Ding digitalisieren, damit es an alle Spuren verwischt. Der Apotheker, naja, der kriegt dafür ein paar Euro. Für die paar Euro wird er in der Regel nicht zum Privatermittler. Und ich frage Sie, warum sorgen Sie nicht dafür, dass Impfpässe fälschungssicher werden, meine Damen und Herren? Diese neue Regierung, sie wird nichts ändern. Die Menschen werden sich in angeimpfter Sorglosigkeit weiterhin infizieren. Trotz 3G und auch trotz 2G werden wir hohe Inzidenzen haben. Na, das hält den Paniklevel hoch. Und wir werden auch weiterhin gefälschte Impfpässe erleben. Wenn Sie etwas ändern wollen, dann folgen Sie dem Beispiel von Großbritannien, folgen Sie dem Beispiel von Dänemark, geben Sie den Menschen ihre Freiheit zurück, geben Sie den Menschen die Basis wieder, Eigenverantwortung zu entwickeln. Denn auf diese Art und Weise können wir tatsächlich diese Pandemie bekämpfen. Ich denke mir, der 25. November, das ist ein gutes Datum für einen deutschen Tag der Freiheit. Ich danke Ihnen.
Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Jan-Marco Lutschak. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch gerne zurückkommen auf den Anfang unserer Debatte. Bundesminister Scholz hat sich hier als zukünftiger Kanzler hingestellt und gesagt, das Virus ist nicht weg und die Lage ist nicht gut. Und er hat recht damit. Und das wird auf besorgniserregende Weise durch die Zahlen, die wir heute auch wieder hören, deutlich gemacht. Wir haben 50.000 Neuinfektionen am Tag. Das ist der höchste Wert, den wir in der Pandemie jemals gehabt haben. Wir haben eine unglaublich hohe Dynamik. Das sind 50% mehr Neuinfektionen gegenüber der Vorwoche. Die Inzidenz liegt bei 249. In drei Wochen hat sich das fast verdreifacht. Die Anzahl von Toten nimmt zu. Die Intensivbetten sind mittlerweile so ausgelastet, dass wichtige Operationen verschoben werden müssen, dass sie nicht durchgeführt werden müssen. Lieber Herr Scholz, und dann sagen Sie, wenn Sie so etwas sagen, das Virus ist nicht weg, die Lage ist nicht gut, dann wollen Sie doch nicht allen Ernstes sagen, dass die Voraussetzungen für die epidemische Lage, die wir hier im Bundestag miteinander beschlossen haben, dass sie nicht mehr vorliegen, das ist doch nicht Ihr Ernst, meine Damen und Herren. Und ich will Ihnen sagen, wieso Sie das sagen. Sie haben offensichtlich Angst vor der FDP. Genauso wie im Sondierungspapier haben Sie sich hier über den Tisch ziehen lassen, von einem falschen Freiheitsverständnis. Ich sage Ihnen etwas. Freiheit bedeutet auch immer Verantwortung. Und Verantwortung bedeutet an dieser Stelle auch, unbequeme Entscheidungen treffen zu müssen. Und natürlich ist die epidemische Lage eine unbequeme Entscheidung. Ich sage aber, wenn es notwendig ist, um den Schutz der Gesundheit der Menschen zu gewährleisten, dann muss man auch den Mut haben zu dieser unbequemen Entscheidung. Und die Ampel hat offensichtlich nicht diesen Mut, meine Damen und Herren. Und dann wundere ich mich davon ein bisschen, dass die SPD und die Grünen sich hier ganz offensichtlich in die Mithaftung nehmen lassen. Ich sehe den Kollegen Lauterbach, der durch jede Talkshow tingelt und als großer Maler dort auftritt, sagt, was wir alles brauchen. Sie sind das Gesicht offensichtlich der SPD für die Corona-Bekämpfung. Aber Sie haben offensichtlich null Durchsetzungskraft in Ihrer eigenen Fraktion, weil von den Dingen, die Sie öffentlich in Talkshows sagen, findet sich in diesem Gesetzentwurf kein einziges Wort, meine Damen und Herren. Wir haben aktuell eine rechtssichere Grundlage. Wir haben eine bewährte Rechtsgrundlage mit dem 28a, der aufbaut auf der epidemischen Grundlage. Und wodurch wollen Sie das jetzt ersetzen? Durch einen Maßnahmenkatalog, der in keiner Weise ausreichend ist, der in keiner Weise entschlossen und zielgenau gewährleistet, dass wir effizient gegen Corona vorgehen können. Wir sind uns doch alle einig, wir brauchen flächendeckend 2G. Ja, wo ist denn die Rechtsgrundlage für eine konkrete, rechtssichere, bundeseinheitliche Regelung? Wo ist denn die Rechtsgrundlage für verpflichtende Tests in Gemeinschaftseinrichtungen? Wo ist denn die Rechtsgrundlage für ein allgemeines Auskunftsrecht des Arbeitgebers? All das findet sich nicht in Ihrem Gesetzentwurf. Das ist ein Scheitern mit Ansage, was Sie hier machen, meine Damen und Herren von der Ampel. Und das Gleiche gilt für das Thema Fälschung von Impfausweisen. Die Bedeutung von Impfausweisen hat in der Pandemie enorm zugenommen. Das ist für den Schutz der Gesundheit, für die Abschätzung von Infektionsrisiken und für das Vertrauen in die Pandemiebekämpfung eminent wichtig, dass wir uns verlassen können, dass Impfnachweise richtig, rechtssicher und valide sind. Und deswegen sagen wir als Union ganz klar, wer Impfausweise fälscht, der muss hart bestraft werden. Da gibt es kein Vertun an dieser Stelle. Und das ist nach dem momentanen Gesetz ist Lage nicht gewährleistet. Es gibt Strafbarkeitslücken. Es gibt ungerechtfertigte Privilegierungen an der Stelle. Und deswegen haben wir als Union einen Gesetzentwurf vorgelegt, der diese Strafbarkeitslücken schließt. Wir haben die Ampel jetzt damit aus der Lethargie gerissen. Sie haben jetzt selbst einen Gesetzentwurf vorgelegt, nachdem das Bundesjustizministerium über Monate sich geweigert hat, einen solchen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen. Da sieht man mal wieder, wir machen eine konstruktive Oppositionspolitik und Opposition wirkt auch an dieser Stelle, meine Damen und Herren. Herr Lutschak, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Lauterbach? Selbstverständlich doch. Ihre schäbigen Bemerkungen. Herr Lutschak, vielen Dank zunächst einmal. Sie haben recht, 2G wäre das, was jetzt notwendig wäre. Aber ich möchte Sie fragen, also die jetzige Rechtslage gilt ja noch, die epidemische Lage gilt ja noch. Das heißt, bundesweit wäre 2G durch die noch amtierende
Regierung einführbar gewesen. Und demnächst, wenn also die neue Regelung gilt, ist es durch jedes Bundesland einführbar. Das heißt, 2G ist jetzt einführbar deutschlandweit und es ist demnächst einführbar für jedes Bundesland. Ich tingle nicht durch die Talkshows, sondern werde eingeladen und ich empfehle dort flächendeckend die 2G-Regelung, die wir auch kontrollieren müssten. Meine Frage ist jetzt die folgende. Wieso erwecken Sie hier den falschen Eindruck, als wenn wir 2G nicht bundesweit und in den einzelnen Ländern längst machen können? Also wieso erwecken Sie diesen falschen Eindruck? Lieber Herr Kollege Lauterbach, also zunächst einmal ist mir der Unterschied zwischen durch die Talkshows tingeln und dort eingeladen werden nicht sehr geläufig. Ich glaube, es kommt im Ergebnis auf das Gleiche raus. Sie haben mit Ihrer Frage ja eigentlich genau das deutlich gemacht. Sie haben doch gerade genau gesagt, in der Tat können wir bundeseinheitlich das festlegen. Nach dem, was Sie uns jetzt hier mit diesem Gesetzentwurf vorlegen, wird es eben nicht mehr möglich sein, das bundeseinheitlich festzumachen, sondern jedes Land muss es selber machen. Und da können Sie doch nicht abstreiten, dass das ein Minus ist, dass es ein weniger ist gegenüber dem Gesetzeszustand, den wir jetzt aktuell haben. Und deswegen ist all das, was Sie hier unisono von der Ampel vortragen, dass man hier mehr machen könnte, dass es eben kein Minus ist, das stimmt nicht, wenn man sich die Rechtsgrundlagen genau anschaut, die Sie jetzt vorgeschlagen haben. Das, was Sie hier in der Debatte vortragen, dass man das noch machen will, dass man noch viele andere Maßnahmen im parlamentarischen Verfahren machen möchte. Wieso haben Sie es denn nicht gleich in den Gesetzentwurf reingeschrieben? Das ist eine Mogelpackung, die Sie machen, und damit werden wir Sie als Union nicht durchkommen lassen mit dieser falschen Argumentation, die Sie hier vorbringen. Sie haben noch einen letzten Schlusssatz. Einen letzten Schlusssatz möchte ich noch zu den Impfausweisen verwenden. Der Gesetzentwurf, den die Ampel uns hier vorgelegt hat, der ist absolut unzureichend. Die Strafbarkeitslücken, die aktuell existieren, werden damit nicht zweifelsfrei geschlossen. Die nicht gerechtfertigten Privilegierungen, die es gibt im Rechtszustand, werden ebenfalls nicht aufgenommen. Ich kann nur ein Beispiel sagen. Wieso soll zum Beispiel ein Arzt, der Corona leugnet und einen Impfpass falsch ausstellt, wieso soll der eigentlich geringer bestraft werden als jemand, der ohne Arzt zu sein einen Impfausweis fälscht? Das ist doch ein Widerspruch. Wenn jemand seine Stellung als Arzt missbraucht, muss der doch härter bestraft werden als ein irgendjemand. Und das, meine Damen und Herren, diese ungerechtfertigten Differenzierungen in Ihrem Gesetzentwurf, die sind nicht Überzeugung. Und deswegen bitte ich um Zustimmung für unseren Gesetzentwurf. Er ist besser als das, was die Ampel uns hier vorgelegt hat. Vielen Dank. Bevor ich die nächste Rednerin aufrufe, möchte ich eine Begrüßung machen. Auf der Ehrentribüne hat die belarussische Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja mit ihrer Delegation Platz genommen. Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages, das haben Sie am Applaus gerade bemerkt, begrüße ich Sie sehr herzlich und wünsche mir, dass auch das Volk von Belarus in Zukunft seine Geschicke mit freien und auch parlamentarischen Debatten gestalten wird. Herzlichen Dank. Wir fahren in der Debatte fort. Und als nächste Rednerin für die SPD-Fraktion hat Sabine Dittmann das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir legen heute einen Gesetzentwurf vor, der den Ländern
auch nach dem Ende der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite Rechtssicherheit geben wird beim Anordnen von den nach wie vor notwendigen Corona-Schutzmaßnahmen. Mit der erstmaligen Feststellung einer epidemischen Lage hat der Deutsche Bundestag im März 2020 im Infektionsschutzgesetz ein Sonderrecht geschaffen, ein Sonderrecht für die Bundesregierung und für das Gesundheitsministerium, um Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie auch per Rechtsverordnung anzuordnen. Damit verbunden war auch die Möglichkeit für die Länder, Schutzmaßnahmen anzuordnen, die mit teils schwerwiegenden Grundrechtseinschränkungen verbunden waren. Und diesen verfassungsrechtlichen Ausnahmezustand wollen die Fraktionen der SPD, Grüne und FDP beenden und die Entscheidung wieder ins Parlament zurückholen. Und dass der Zeitpunkt wohl ein richtiger ist, sieht man auch daran, dass der ressortverantwortliche Bundesgesundheitsminister genau dieses vorgeschlagen hat, die epidemische Lage nicht weiter zu verlängern. Und vielleicht, Herr Dobrindt, Herr Brinkhaus, Herr Lutschak, sollten Sie da noch mal in den Austausch gehen. Gleichwohl ist die Pandemie nicht vorbei. Sie ist nicht vorbei. Wir sind mitten in der vierten Welle. Wir erleben mit 50.000 Neuinfektionen am Tag eine Infektionsdynamik eines bislang nicht gekannten Ausmaßes. Und die Länder unternehmen aktuell erhebliche Anstrengungen, um das Infektionsgeschehen in den Griff zu kriegen. Und sie wünschen sich dafür zu Recht weiterhin klare rechtliche Grundlagen. Und mit dem vorliegenden Gesetzentwurf stellen wir sicher, dass in den Herbst- und Wintermonaten die erforderlichen und auch bewährten Instrumentarien weiterhin zum Einsatz kommen können. Maskenpflicht, Abstandsgebot, 3G, 2G, Hygienekonzepte, Kapazitätsbegrenzung. Aber liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, wir müssen und wir werden weiterhin dafür Sorge tragen, dass die Schwächsten und Verletzlichsten in unserer Gesellschaft so gut wie möglich geschützt werden können. Pflegebedürftige und Kranke sollen weiterhin Besuch von ihren Angehörigen bekommen können. Kitas und Schulen sollen geöffnet bleiben. Und deshalb müssen wir das Umfeld dieser besonderen schutzbedürftigen Gruppen so sicher wie möglich machen. Wir wollen absichern, dass Beschäftigte bei ihrer Arbeit bestmöglichst geschützt sind und Betriebe verantwortungsvoll weitergeführt werden können. Und deshalb sprechen wir in den laufenden Verhandlungen über notwendige Ergänzungen des Gesetzentwurfs. Dazu gehören die Testpflichten für Beschäftigte und Besucherinnen, Besucher in Pflegeeinrichtungen. Wer als Beschäftigter nicht genesen oder geimpft ist, wird sich täglich testen lassen müssen. Aber auch für Geimpfte und Genesene wird es in gewissen Bereichen regelmäßig verpflichtende Tests geben. Deshalb werden wir auch die kostenlosen Bürgertests wieder einführen. Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, was wir jetzt erleben, exponentielles Infektionsgeschehen, Regionen mit Inzidenzen über 1000, ein volllaufender Intensivstationen, Pflegekräfte und Ärzte, die am Limit arbeiten, all das hat einen Grund. Es ist der Tatsache geschuldet, dass 16 Millionen Erwachsene und 2,5 Millionen Jugendliche noch immer nicht geimpft sind, dass die Immunität mit zunehmendem Abstand zur Impfung abnimmt, aber auch, dass wir zwischenzeitlich wieder ein sehr viel sorgloseres Miteinander erleben. Kollegin Dittmar, unsere Intensivstation. Kollegin Dittmar, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Nein, nein. Ja, Herr Münzenbacher. Unsere Intensivstationen sind voll mit Menschen, die sich mit einer Impfung hätten schützen können. Als Medizinerin kann ich nicht logisch nachvollziehen und erklären, warum die Angst vor äußerst seltenen Nebenwirkungen bei einer Impfung, warum diese Angst schwerer wiegt als die Angst davor, mit Lungenversagen und schweren Langzeitfolgen auf der Intensivstation beatmet zu werden. Und dabei liegt der Weg aus der Pandemie auf der Hand. Die Devise lautet: Impfen, 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 Impflücken schließen und beim Boostern schneller werden. Lassen Sie uns die bevorstehenden intensiven Beratungen über Fraktionsgrenzen hinweg dafür alles tun, damit Corona aus unserem Leben, aus unserem Alltag zurückgedrängt wird.
Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie. Und als letzte Rednerin folgt Nina Waken aus der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die Ampelparteien die Geltung der epidemischen Lage nicht verlängern, sondern sie Ende des Monats auslaufen lassen wollen, ist ein völlig falsches Signal für den Umgang mit der Pandemie in der aktuellen Lage. Und der Gesetzentwurf, der hier vorgelegt wurde und als großer Befreiungsschlag verkauft wird, ist insofern paradox, als dass darin die Maßnahmen, die bislang auf Grundlage der Notlage verhängt werden konnten, in abgespeckter, unzureichender Form bis März fortgelten sollen. Es ist nicht mehr so, dass alle 3 Monate die Notlage durch das Parlament künftig festgestellt werden kann. Aktuell kann die Geltung der epidemischen Lage hier im Plenum nach Abstimmung beendet und mit kurzem Vorlauf wieder eingesetzt werden. Und künftig braucht es für Änderungen der Maßnahmen ein Gesetz. Das ist für die Eindämmung einer Pandemie ein viel zu behäbiges Vorgehen, meine Damen und Herren. Und mit den Plänen verkürzen auch die künftigen Koalitionäre, auch wenn es hier anders dargestellt wird, die Rechte des Hohen Hauses. Sie geben sie nicht an das Parlament zurück, wie es hier die FDP uns weismachen will. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Liebe Kollegen, vor allem aber weist der eingebrachte Gesetzentwurf einige Lücken auf und bleibt auch hinter dem zurück, was gerade heute in den Reden vollmundig angekündigt wurde. Es fehlen klare Regelungen für 2G und 3G am Arbeitsplatz mit einem Auskunftsrecht des Arbeitgebers. Und auch die finanzielle Unterstützung von Krankenhäusern ist bisher nur angekündigt, aber auch noch nicht verankert. Und die Länderrechte werden eingeschränkt. Insgesamt kann man sagen, dass scheinbar mehr Rücksicht auf Impfverweigerer genommen wird als auf jene, die sich zum Wohle aller für eine Impfung entschieden haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Pandemie hat uns allen viel abverlangt. Und damit wir mit der gebotenen Vorsicht ein bisschen mehr Normalität in unserem Leben möglich machen können, braucht es verlässliche Regeln. Die 2G- und 3G-Regelungen bieten solche Voraussetzungen. Und darum müssen wir auch auf sie vertrauen können und nicht fürchten müssen, dass die Person am Nachbartisch im Restaurant einen gefälschten Nachweis vorgelegt hat. Doch da gibt es eben Strafbarkeitslücken, die wir seit Längerem schon schließen wollen als Union. Jetzt endlich mit Einbringung unseres Gesetzentwurfs haben auch die Ampelparteien diesen Punkt aufgegriffen. Die Schritte gehen in die richtige Richtung, aber sie reichen in der gegenwärtigen Situation nicht aus. Wir fordern eine härtere Bestrafung für Impfpassfälschungen und für die Nutzung dieser gefälschten Dokumente. Meine Damen und Herren, sagen wir, wie es ist. Man merkt, dass die 3 Parteien einen Spagat schaffen müssen zwischen dem, was Grüne und FDP lautstark in der Opposition gefordert haben, dem, was sie in den Koalitionsverhandlungen unter einen Hut bringen müssen, und dem, was die wirklich zunehmend dramatische Corona-Lage als gebotenes Handeln erfordert. Die rot-grün-gelbe Selbstfindungsphase, liebe Kollegen, strahlt der eingebrachte Gesetzentwurf aus. Wir brauchen aber Führung und Sicherheit. Und um diesen unsicheren Kurs entgegenzusteuern, werden wir uns als Union auch im weiteren parlamentarischen Verfahren konstruktiv einbringen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Gesetzentwürfe auf den Drucksachen 15 und 27 an den Hauptausschuss vorgeschlagen. Ich gehe davon aus, dass es keine weiteren Überweisungsvorschläge gibt. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe auf die Tagungsordnungspunkte 4a und 4b. Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Migration ordnen, steuern und begrenzen. Neue Pull-Faktoren verhindern, Lukaschenko stoppen. Sowie Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Solidarität mit den europäischen Partnern, Unterstützung für die Maßnahmen Polens, Ungarns und anderer europäischer Staaten zur Abwehr destabilisierender Migrationsbewegungen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 31 Minuten beschlossen. Ich warte noch mal, bis es etwas ruhiger wird.
Plätze getauscht sind. Dann eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort dem Kollegen Thorsten Frei für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das, was wir derzeit in Belarus an der Grenze zu Polen erleben, ist eine menschliche Tragödie, die wir nicht zum ersten Mal erleben. Wir haben das schon erlebt an der türkisch-griechischen Grenze, an der marokkanisch-spanischen Grenze, dass Menschen eingesetzt werden auf eine ganz perfide Weise, um außen- und machtpolitische Ziele zu erreichen. Das ist die Tat eines Diktators Lukaschenko unter tätiger Mithilfe von Erdogan und Putin. Und das dürfen wir denen nicht durchgehen lassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb ist es so entscheidend, dass wir an dieser Stelle auch mit dem EU-Mitgliedstaat Polen absolut solidarisch sind. Übrigens nicht nur mit Polen, sondern auch mit den anderen baltischen Staaten, mit Litauen, mit Lettland, die ihren Beitrag dazu leisten, dass europäische Außengrenzen gesichert werden. Die Grundvoraussetzung dafür, dass es keine Binnengrenzen in einem vereinigten Europa geben muss. Dafür brauchen wir einen effektiven Außengrenzschutz. Das macht Polen. Und deswegen werden dort nicht nur polnische, sondern europäische Interessen vertreten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb verdient das Land auch unsere Unterstützung. Und ich will an dieser Stelle sagen, dass es grundfalsch ist, wenn man jetzt hingeht und einen Beitrag dazu leistet, dass das Kalkül von Lukaschenko aufgeht. Und das tut derjenige, der sagt, diejenigen, die dort im Grenzgebiet sind, sollen jetzt in Europa verteilt werden. Damit geht das Kalkül von Lukaschenko auf. Damit wird der Druck auf die polnische Grenze verstärkt. Und damit wird ein Spaltpilz in die Europäische Union getrieben. Das ist das Dümmste, was man an dieser Stelle fordern kann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Entweder Sie stellen eine Zwischenfrage oder Sie halten Ihren Mund. Aber so geht es nicht. Es ist absolut unparlamentarisch, wie Sie sich verhalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kommen wir zur Sachpolitik zurück. Vor diesem Hintergrund ist es besonders alarmierend, dass wir mit einer Situation konfrontiert werden, wo wir in den ersten 10 Monaten dieses Jahres 150.000 Asylanträge haben, allein in den letzten 4 Wochen 20.000. Und vor diesem Herr Kollege Frei, kommt es darauf an. Sie haben es ein bisschen provoziert. Jetzt möchte Herr Kollege Kleinwächter erst mal eine Frage stellen. Dann soll er das tun. Werter Herr Kollege Frei, vielen Dank für diese Zwischenfrage auch. Werte Frau Präsidentin, vielen Dank, dass Sie mir das Wort erteilt haben. Sie müssen schon unsere Erregung etwas entschuldigen, Herr Frei, weil Sie reden hier gerade und stellen eine Politik dar, die Deutschland unter einer CDU-geführten Bundesregierung von Angela Merkel ja völlig anders erlebt hat, als was Sie gerade darstellen. Was Sie sagen, ist völlig richtig, dass die Außengrenzen geschützt werden müssen, dass wir endlich Solidarität mit unseren polnischen Nachbarn üben müssen. Aber die Realität ist doch eine andere. Ich war letzte Woche in Polen. Ich war an der ostpolnischen Grenze, übrigens der einzige Vertreter Deutschlands, der sich überhaupt irgendwo hat blicken lassen. Das wurde mir bestätigt am letzten Dienstag. Und ich muss Sie an dieser Stelle schon fragen, wenn uns unsere polnischen Freunde fragen, sagt mal, warum erkennt eigentlich die Bundesregierung nicht, wie gefährlich das ist? Warum erkennt Deutschland nicht, wie gefährlich das ist, dass da viele tausende Menschen kommen, oft mit IS-Verbindungen? Und warum hört Deutschland nicht endlich auf, dieser Magnet zu sein für all diese Menschen durch Aufnahme ins Sozialsystem, die eben nicht nur theoretisch möglich, sondern praktisch erwiesen ist, nachdem sich eine Regierung Merkel mit ihrer Koalitionsverantwortung erpressbar gemacht hat mit einem EU-Türkei-Deal. Wie kommen Sie jetzt bitte schön auf die Idee, eine solche Rede zu halten, wo Sie all das fordern, was Sie im Endeffekt negiert haben, als Ihre Partei in der Regierung war? Herr Kollege, das, was Sie darstellen, ist wirklich rundum falsch.
Wenn Sie sich mal die Politik in der Vergangenheit anschauen, dann sehen Sie, dass die alte Koalition aus CDU, CSU und SPD im Frühsommer 2019 ein großes Migrationspaket bestehend aus 8 Gesetzen verabschiedet hat, indem wir genau die Punkte, die Not getan haben, auch entsprechend adressiert haben. Und ich will Ihnen das ganz deutlich sagen, indem wir einen klaren Unterschied machen zwischen der Arbeitsmigration auf der einen Seite und der Asyl- und Fluchtmigration auf der anderen Seite. Genau das haben wir im zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht, dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz und anderen Gesetzen statuiert. Und deshalb waren wir dort im Übrigen auch auf dem richtigen Weg. Ich will Ihnen ein zweites Beispiel nennen. Gemeinsam mit der SPD haben wir dort dafür gesorgt, dass Pull-Faktoren reduziert werden. Warum? Weil wir die Bezugsdauer des Asylbewerberleistungsgesetzes von 15 auf 18 Monate verlängert haben und dafür gesorgt haben, dass wenn jemand nach Deutschland kommt, obwohl er in einem anderen Land bereits einen Asylantrag gestellt hat, die Bezugsvoraussetzungen abgesenkt werden. Das ist eine Politik, die Sinn macht. Und deswegen fordere ich an dieser Stelle auch die SPD auf, dass sie die Mitte nicht verlässt in der Migrationspolitik, dass sie sich von den Grünen nicht nach links ziehen lässt und das rückabwickelt, was wir in der vergangenen Legislaturperiode gemeinsam gemacht haben. Und deswegen, da bin ich ja, weil der Herr Lindner so lacht, da bin ich ja ganz besonders auf die FDP gespannt, die im Grunde genommen das Gegenteil von dem sagt, was die Grünen wollen. Und ich will Ihnen eines sagen. Wenn man sich das Sondierungspapier anschaut, dann sieht man die Erfolglosigkeit der Grünen im Bereich der Klimapolitik. Und das wird offensichtlich überkompensiert durch eine einladende Migrationspolitik. Das wird mit uns nicht zu machen sein. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Frei. Das Wort erhält für die Bundesregierung Bundesminister Heiko Maas. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kennen alle die entsetzlichen Bilder, die uns aus dem belarussischen Grenzgebiet zu Polen und den baltischen Staaten erreichen, und das nicht erst seit den letzten Tagen. Hunderte Menschen sind dort an der Grenze gestrandet, angeleitet von belarussischen Sicherheitskräften, die ihnen jetzt gewaltsam den Rückweg versperren. Kinder, Frauen und Männer kampieren in Eiseskälte ohne ausreichende Bekleidung unter freiem Himmel, und mittlerweile sind auch Menschen ums Leben gekommen. Und verantwortlich für dieses Leid ist Herr Lukaschenko und seine Helfer in Minsk. Und ich will an der Stelle sagen, unabhängig von anderen politischen Diskussionen, die wir in der Europäischen Union führen, das Problem, und so habe ich manchmal den Eindruck in der Debatte in dieser Frage, ist nicht Polen, sondern das Problem ist Lukaschenko und Belarus und das Regime, das es dort gibt. Und deshalb hat Polen in dieser Situation unsere Solidarität, europäische Solidarität verdient. Meine Damen und Herren, die Machthaber in Minsk, sie bringen Migrantinnen und Migranten unter Vorspiegelung falscher Tatsachen nach Belarus, um sie von dort in Richtung Europäischer Union zu schicken. Ohne jedes Skrupel missbrauchen sie Tausende von Menschen als Geisel für ein zynisches Machtspiel. Und sie wollen die Europäische Union und einzelne Mitgliedstaaten, wie insbesondere Polen, aber auch Litauen, unter Druck setzen. Und sie spielen skrupellos dabei mit Menschenleben. Und währenddessen, nur um es auch mal zu erwähnen, geht auch die Repression gegen das belarussische Volk weiter. Seit dem vergangenen Jahr haben Sicherheitskräfte des Regimes Tausende Menschen festgenommen. Die Zahl der politischen Gefangenen ist auf über 800 gestiegen, und ein Dialog mit der Opposition findet nicht statt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind in einer Situation, in der es vielleicht emotional nahe liegt, Herrn Lukaschenko zu beschimpfen, aber das reicht bei weitem nicht mehr aus. Wir sind in einer Situation, in der es überfällig ist, jetzt die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Und das wollen wir auch, und zwar mit unseren europäischen Partnern. Erstens, die humanitäre Versorgung der Menschen im belarussischen Grenzgebiet hat Priorität, besonders angesichts des nahenden Winters.
zu den Grundwerten der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten gehört, dass wir Menschen in Not nicht alleine lassen. Und diese gemeinsamen Werte werden wir auch an unseren Außengrenzen hochhalten müssen. Das gebietet das Völkerrecht, gerade in dieser Situation humanitären Zugang zu gewähren. Internationale Hilfsorganisationen und zivilgesellschaftliche Vereinigungen stehen bereit, um den Menschen in Polen, aber auch in Belarus zu helfen. Und das muss möglich gemacht werden. Zweitens, wir werden als Europäische Union gegen illegale Schleusungen durch Belarus weiter vorgehen. Niemand soll sich ungestraft an diesem Schleuserring beteiligen können. Und das ist eine Botschaft an die Transitstaaten, die Herkunftsstaaten und die Fluggesellschaften, mit denen Migrantinnen und Migranten nach Belarus gebracht werden. Ihnen muss klar sein, dass die Europäische Union nicht bereit sein wird, das länger zu akzeptieren. Und diese Botschaft kommt auch an. In den Herkunftsländern haben wir mittlerweile viele Gespräche geführt, die zum Beispiel dazu geführt haben, dass im Irak und Jordanien Flüge nach Belarus eingestellt worden sind. Wir reden auch mit den Fluggesellschaften. Es ist rechtlich nicht einfach, Fluggesellschaften zu sanktionieren, weil sie formal rechtlich nicht Illegales tun. Aber wir haben allen Fluggesellschaften mittlerweile mitgeteilt, dass möglicherweise auf EU-Ebene es kein Sanktionsregime gibt, aber dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sehr wohl überlegen, diejenigen, die Mittäter eines Schleuserrings sind, in Haftung zu nehmen. Und Landerechte werden in jedem einzelnen Mitgliedstaat selbst erteilt. Und auch das ist ein Thema, mit dem sich diese Fluggesellschaften ernsthaft auseinandersetzen müssen. Drittens, die Europäische Union wird ihre Sanktionen gegen Lukaschenkos Regime ausweiten und verschärfen. Und das werden wir am Montag im Außenrat in Brüssel beschließen. Diejenigen Personen und Unternehmen, die sich an der gezielten Schleusung beteiligen, werden wir weiter sanktionieren, und zwar überall auf der Welt. Und zudem liegen weitere Optionen auf dem Tisch, etwa die Ausweitung schon bestehender und anderer Sanktionsregime durchzuführen, insbesondere die sogenannten sektoralen Sanktionen, also wirtschaftliche. Es ist in der Vergangenheit durchaus gesagt worden, dass zu viel Wirtschaftssanktionen die Abhängigkeit Belarus von Russland weiter verschärfen. Wir sind mittlerweile an einer Situation, an der die Konsequenzen aber klarer werden müssen. Und deshalb bin ich auch der Auffassung, dass so wichtige Wirtschaftszweige wie die Kaliindustrie in Belarus jetzt sanktioniert werden muss. Und das trägt die Mehrheit der Europäischen Union mit. Herr Minister, erlauben Sie eine weitere Zwischenfrage von Herrn Kleinwächter? Nein. Viertens, wir intensivieren, und das würde ich bitten, nicht zu unterschätzen. Jeder, der das in Zweifel zieht, muss mal sich daran erinnern, dass das auf dem Westbalkan gewirkt hat, nämlich unsere Aufklärungsarbeit in den Herkunftsländern zu verbessern. Reisebüros und Schleuserbanden locken Menschen auf die gefährliche Reise nach Belarus, weil sie damit Geld verdienen können. Und sie ziehen ihnen, diesen Menschen, dafür Tausende von Dollar, möglicherweise das Letzte, was sie haben, aus der Tasche. Und deshalb müssen wir mit den Lügen der Schleusern und den Gerüchten in den sozialen Medien aufräumen und auch die Folgen aufzeigen, die Lukaschenkos für jeden Einzelnen hat, der sich überlegt, auf die Reise zu begeben. Und deshalb, meine Damen und Herren, in dieser Situation stehen wir solidarisch an der Seite unserer europäischen Partner in Polen und in Litauen. Und die jüngsten Ereignisse zeigen auch noch einmal mehr, wir brauchen nachhaltige und menschliche Lösungen in den Bereichen Flucht und Migration. Und das heißt Fortschritte hin zu einem gemeinsamen europäischen Asylsystem, das Migrationsursachen angeht, europäische Grenzen schützt, aber vor allem solidarisch ist. Und dafür werden wir uns auf europäischer Ebene weiter einsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Heiko Maas. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt Frau Dr. Franziska Brandner das Wort. Applaus
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Lage der Menschen an den Grenzen, an der Grenze zwischen Polen und Belarus ist furchtbar. Ich finde sie unerträglich und sie ist auf jeden Fall inakzeptabel. Und deswegen, Herr Frey, werde ich Sie auch nicht benutzen für offensichtliche Scharmützel. Und meine Kolleginnen Julian Palke und Merle Spellerberg, Herr Kleinwächter, waren auch dort. Und es ist eine sehr schwierige Situation für Polen, für unsere baltischen Partner. Und deswegen lassen Sie mich ganz klar sagen, wir werden Polen, wir werden unsere baltischen Partner nicht alleine lassen in dieser schwierigen Zeit. Und europäische Solidarität bedeutet Hilfe für Polen, humanitäre Hilfe, Hilfe bei den Kontrollen, der Registrierung, der Versorgung, bei der Aufnahme. Und ich hoffe, dass die polnische Regierung die europäischen Unterstützungsangebote doch noch annehmen wird und dass die geschäftsführende Regierung darauf drängt, dass Ärztinnen, Hilfsorganisationen, Journalistinnen endlich wieder Zugang zu dem Grenzgebiet haben. Denn Menschen, Kinder dort erfrieren und verhungern zu lassen, das darf keine europäische Politik sein. Wir sind anders als Lukaschenko, und das müssen wir auch bleiben. Und das wird sich genau in dem Umgang mit dieser Krise zeigen. Und wir werden auch unsere Grenze zu Polen nicht schließen, denn wir lassen uns nicht spalten. Die CDU hat in ihrem Antrag die Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze gefordert. Ich finde das kontraproduktiv, denn es bestraft die Falschen. Es bestraft jene Menschen, die aus Polen und Deutschland sich für ein europäisches Leben über die Grenzen hinweg entschieden haben. Sie spielen damit jenen in die Hände, die die EU destabilisieren wollen, nämlich Lukaschenko und Putin. Diese tragen die Verantwortung für das humanitäre Desaster, was wir dort sehen. Lukaschenko instrumentalisiert Menschen, indem er sie aus Damaskus, Dubai, Istanbul oder Moskau einfliegt. Ja, er instrumentalisiert sie, aber trotzdem sind diese Menschen keine Waffe, sie sind keine Verhandlungsmasse, sondern sie sind Menschen mit ihrer Würde. Und der Umgang mit diesen Menschen, der zeigt, was für ein unmenschliches Regime in Minsk herrscht. Und deswegen muss jetzt die Priorität sein, alles zu tun, um dieses staatliche Schleusertum zu unterbinden. Und ja, hier muss die Europäische Union einstehen. Wir dürfen uns nicht spalten lassen. Und deswegen braucht es nächste Woche weitere Sanktionen. Herr Maas, Sie haben es erwähnt. Harte Sanktionen gegen das belarussische Regime und ja, auch gegen die Wirtschaft, gegen die Kaliindustrie, gegen diese Wirtschaftszweige, die sehr von uns profitieren. Frau Kollegin Brandner, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD? Die Weihnachtszeit ist ja auch eine beliebte Einkaufszeit in München oder anderen deutschen Städten, gerade für welche aus der Machtklicke aus Belarus. Das muss doch nicht sein. Außerdem braucht es Konsequenzen für die Fluglinien, die Menschen aus dem Irak, aus Syrien oder anderen Ländern nach Belarus fliegen. Herr Maas, Sie haben es angedeutet. Ich hoffe, dass wir da von der geschäftsführenden Regierung auch konkrete Schritte sehen werden. Und es braucht Aufklärung vor Ort, um die Menschen vor den perfiden Lockangeboten Lukaschenkos zu warnen. Auch da hoffe ich, dass die aktuelle geschäftsführende Regierung noch etwas auf den Weg bringt. Aber vor allem gibt es einen, der das belarussische Regime noch am Leben hält und diesen perfiden Erpressungsversuch deckt: Wladimir Putin. Und wir müssen hier eine neue Politik des Dialogs und der Härte voranbringen. Wir müssen unsere Verwundbarkeiten abbauen. Und das geht nicht von heute auf morgen, das weiß ich sehr wohl. Aber das ist eine der großen Aufgaben der nächsten Regierung. Und lassen Sie mich zum Schluss bitte noch einmal betonen, wie bewundernswert ich es finde, was die Zivilgesellschaft in Polen, aber auch in Belarus gerade leistet. Viele Polinnen und Polen leisten vor Ort akute Nothilfe für die Geflüchteten. In Belarus kämpfen die Menschen weiterhin für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte.
Und stellvertretend dafür möchte ich Frau Tichanowskaja, die uns ja heute hier beehrt hat, danken. Und ich möchte zusichern, wir stehen an Ihrer Seite. Vielen Dank. Für den Bundesrat spricht jetzt der nordrhein-westfälische Minister Dr. Joachim Stamp. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte an dieser Stelle damit beginnen, mit dem klaren Bekenntnis, dass nicht nur Bundestag, sondern selbstverständlich auch der Bundesrat fest an der Seite der Opposition in Belarus steht und dass wir keinen Erpressungsversuchen von Lukaschenko nachgeben dürfen. Meine Damen und Herren, der Bundesaußenminister hat die wesentlichen Dinge hier vorgetragen. Es ist ganz entscheidend, dass wir zusammenstehen, auch in der Unterstützung von Polen, die alle Hilfen verdient haben, sowohl bei der humanitären Versorgung, weil natürlich, Kollegin Brandner hat ja eben darauf hingewiesen, keine Menschen sterben dürfen in unserem Verantwortungsbereich und wir hier ein Imperativ haben. Aber genauso braucht Polen eben auch die Unterstützung bei der Sicherung unserer gemeinsamen europäischen Außengrenze. Man muss die Hilfen dann natürlich auch annehmen. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Und meine Damen und Herren, es stehen ja verschiedene Diskussionen auch aus der Wissenschaft im Raum. Ich denke, wir sollten uns auch noch einmal Gedanken machen, wie durch multilaterale Abkommen auch in Zukunft die Europäische Union weniger erpressbar wird. Das ist eine schwierige Situation, in der wir sind. Und Herr Kollege Frey, ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist, innenpolitische Polemik hier in die Debatte zu bringen. Und ich war etwas erstaunt, auch in Ihrem Antrag, Herr Brinkhaus, über die Polemik gegen den Spurwechsel. In Nordrhein-Westfalen hat die erfolgreiche Koalition von CDU und NRW den Spurwechsel möglich gemacht, damit gut integrierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht abgeschoben werden. Und Herr Brinkhaus, vielleicht hören Sie mir zu. Handwerk und insbesondere kleine und mittlere Unternehmen danken uns, dass sie die Wahl verloren haben. Das hat auch was damit zu tun, dass ihre Innenpolitiker in dieser Fraktion fachlich nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind. Herr Abgeordneter Frey, ich lade Sie herzlich ein. Kommen Sie mal zu uns nach Nordrhein-Westfalen. Schauen Sie sich unsere Migrations- und Integrationspolitik an. Wir schieben konsequenter als jedes andere Bundesland Straftäter und Gefährder ab. Aber wir schaffen für fleißige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch die notwendige Rechtssicherheit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Stamp. Für die AfD-Fraktion hat jetzt das Wort Dr. Gottfried Curio.
Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren, wir erleben den Offenbarungseid der deutschen Migrationspolitik. Und der Hauptschuldige spielt schnell ein bisschen AfD. Wir stellen fest, Einwanderung ist kein Menschenrecht. Illegaler Grenzübertritt ist ein krimineller Akt. Die Abwehr illegaler Migration ist Staatspflicht. Deutschland verletzt diese Pflicht eklatant. Polen hingegen schützt sich, Deutschland und die ganze EU. Binnenfreizügigkeit hat den Schutz der Außengrenzen zur notwendigen Voraussetzung. Polen handelt in unserem Interesse, da die Migranten auf ihrer Reise durch sicheren Drittstaaten offenbar keinen Schutz suchen, sondern nur den Weg ins Abzockschlaraffenland Deutschland. Wer vor Polens Grenze Germany schreit, sucht nicht Asyl. Und Polen braucht jetzt keinen Etikettenschwindel wie Frontex, sondern wirklich effektive Unterstützung gegen die Angreifer, die mit Steinen werfen und Grenzerlagen niederreißen. Wo die Grenzen löchrig sind wie Schweizer Käse, will Deutschland noch den Käse wegnehmen und nur die Löcher übrig lassen. Polen will die Löcher stopfen. Nicht Brüssel, nicht NATO, nicht Merkel verteidigen Deutschland. Das tut nur noch Polen. Dafür schulden wir ihm unsere volle Unterstützung, meine Damen und Herren. Aber der CDU-Bock will sich jetzt als Gärtner aufspielen mit seinen alten Trugworten, Migration ordnen und Steuern, neue Pull-Faktoren verhindern. Wie wäre es denn mal damit, alte Pull-Faktoren zu verhindern? Übermäßige Sozialleistungen für Migranten, offene Grenzen, nie erfolgende Abschiebungen, wofür diese Union samt SPD verantwortlich sind. Ordnen heißt bei denen das Chaos durchnummerieren, Steuern heißt weiter in den Abgrund. Das sind die Leute, die nicht die Probleme der weltweiten illegalen Migration nach Deutschland lösen wollen. Nein, sie haben sie allererst geschaffen. Solche Heuchelei wie im Unionsantrag braucht niemand. Lukaschenko stoppen. Stoppen Sie doch mal die kriminellen Angreifer. Da werden nicht arme Migranten, die nicht wissen, wie ihnen geschieht, für irgendwas instrumentalisiert. Die machen genau das, was sie selbst wollen. Diese Täter haben ihre Lage selbst herbeigeführt, um sich eine Rundumversorgung in Deutschland zu erpressen. Denn Deutschland ist das Problem. Nur weil Deutschland nicht sagt, wir nehmen euch nicht, wir zahlen für euch nicht, nur deshalb haben wir solche Probleme. Mit Lukaschenko sucht man ein Alibi fürs eigene Versagen. Mit Weißrusslands Durchlässigkeit als Transitland für migrationswillige Glücksritter handelt der aber sogar genau gemäß dem globalen Migrationspakt, von ihnen initiiert. Das ist nur Umsiedlung pur um jeden Preis. Mission Lifeline, die illegale Migranten übers Mittelmeer bringen, nennen sich jetzt unverhohlen Team Umvolkung. Also helfen wir Polen bei der effektiven Sicherung der gemeinsamen Außengrenze. So geht Steuern und Begrenzen. Aber Herr Habeck will stattdessen die Leute reinholen und so die illegale Migration weiter anheizen. Er findet halt Vaterlandsliebe zum Kotzen, wusste noch nie mit Deutschland was anzufangen. So ein Minister wäre eine Schande für Deutschland, meine Damen und Herren. Und wenn Merkel meint, wir haben das geschafft, während sich vor unseren Augen ein zweites 2015 abspielt, die Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts wiederholt sich, wir sagen, das darf nicht sein. Bewahren wir das Recht, bewahren wir Deutschland, meine Damen und Herren. Das Wort hat für die Fraktion Die Linke Gökay Akbulut. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mindestens 10 Menschen sind bereits an der Grenze von Polen zu Belarus gestorben. 10 Menschen, die nicht hätten sterben müssen, hätte man geltendes Recht an der EU-Außengrenze eingehalten. Täglich werden Menschen Opfer von illegalen Pushbacks von Polen nach Belarus und auch an den europäischen Grenzen. Ich selber betreue einige solcher Fälle als Abgeordnete und stehe im Austausch mit vielen NGOs. Ich möchte hier noch einmal betonen, dass die EU und Menschenrechte Maßstab politischen Handels sein müssen und nicht die Erzählung, dass geflüchtete Menschen als Waffen eingesetzt werden. Schutzsuchende sind keine Waffen und keine Kriegsparteien. Die Zurückweisung von Geflüchteten ohne individuelle Prüfung des Asylverfahrens ist ein eindeutiger Verstoß gegen die Genfer Flüchtlingskonvention, gegen die Europäische Menschenrechtskonvention und gegen geltendes EU-Asylrecht. Frau Kollegin Akbulut, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Frohmeier von der AfD? Nein, danke. Wir müssen
weitermachen. Diese Rechte können nicht durch nationale Gesetzgebung ausgehebelt werden, wie es derzeit Polen immer wieder versucht. Hiergegen muss die Europäische Kommission endlich vorgehen. Die EU darf sich gegenüber Lukaschenko nicht erpressbar machen, heißt es immer wieder. Aber die EU hat sich doch selbst in diese Lage gebracht, weil sie die Aufnahme einer überschaubaren Zahl von Schutzsuchenden als Bedrohung dargestellt hat. Doch was sind ein paar tausend Menschen auf 450 Millionen europäische Bürgerinnen und Bürger verteilt? Das ist doch einfach untragbar, diese Situation an der Grenze. Erschreckend ist, wie sehr das rechte Narrativ der Abschottung um jeden Preis die Asyldebatte inzwischen in Deutschland bestimmt. 2015 wurde die Forderung der AfD, die Grenzen zu schließen und auf Flüchtlinge zurückzuweisen und notfalls mit Zäunen und Schussbefehl noch einheilig zurückgewiesen. Aber inzwischen wird der Bau von Mauern propagiert und man nimmt tote Menschen an der polnisch-belarussischen Grenze scheinbar achselzuckend hier in Kauf. Wir möchten uns aber nicht an diese Bilder gewöhnen. Deutschland und die Europäische Union dürfen nicht weiter Teil des Wettbewerbs der Brutalität sein und das menschenverachtende Spiel Lukaschenkos, bei dem alle Gesetze und Flüchtlingskonventionen nicht mehr gelten, befeuern. Diese menschenverachtende Migrationspolitik der Europäischen Union muss endlich beendet werden. Und die NGOs brauchen dringend und so schnell wie möglich Zugang, damit sie den Menschen helfen und unterstützen können, weil die Europäische Union und auch die Bundesregierung systematisch in der Migrationsfrage versagt. Und diese menschenverachtende Flüchtlingspolitik muss endlich beendet werden. Vielen Dank. Das Wort erhält für eine kurze Intervention der Abgeordnete Frohmeier von der AfD. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Es ist ja schon interessant, wenn man hier heute wieder zuhört, und da stellt sich sofort die Frage, auch wenn man der Vorrednerin zugehört hat, wie viele Personen würden Sie denn bei sich daheim aufnehmen? Sie werben immer dafür, dass wir quasi eine Politik der offenen Tür fortsetzen sollen, dass man human sein soll. Ich will Sie fragen, vorhin wurde von quasi eine Zuwanderung zu europäischen Werten etc. gesprochen. Wir haben alleine, wenn wir uns beispielsweise den afrikanischen Kontinent anschauen, 1,2 Milliarden Menschen. Zwei Drittel davon gelten als ausreisewillig. Wollen Sie all diese Leute dann quasi in die Europäische Union und nach Deutschland bringen? Diese Frage müssen Sie uns doch mal grundsätzlich beantworten. Sie können, und das sage ich Ihnen als Entwicklungspolitiker, die Probleme anderer Länder nicht lösen, indem Sie quasi beispielsweise diese Länder, aus denen jetzt migriert wird, sie quasi alle nach Deutschland holen. Peter Scholl-Latour hat mal gesagt, man kann Kalkutta nicht helfen, indem man Deutschland zu Kalkutta macht. Und das ist doch das, worauf man sich endlich mal festlegen müsste. Versuchen Sie durch eine gute Entwicklungszusammenarbeit die Situation in Ländern vor Ort zu verbessern. Aber hören Sie doch mal auf, uns zu erzählen, dass wir die Probleme der Welt lösen können, indem wir die Welt nach Deutschland bringen. Das wird nicht funktionieren. Das ist völlig absurd. Und dann vielleicht zum Abschluss noch. Beenden Sie doch einfach mal Interventionismus. Es gibt doch einen Grund, warum wir weltweit Migrationsbewegungen haben. Und die CDU, lieber Kollege Frei, Sie haben doch Lukaschenko und Co. gezeigt, wie es geht. Sie bezahlen doch bis heute Schutzgeld an Erdogan dafür, dass illegale Migration nicht stattfindet. Vor zwei Jahren, als die AfD darüber gesprochen hat, dass Migration als Waffe eingesetzt wird, da waren wir ein Fall für das Bundesamt für Verfassungsschutz. Herr Kollege Frohmeier, ich komme direkt zum Schluss. Sagt die Europäische Union selber, Weaponization of Migration. Und das ist doch, was gerade stattfindet. Das muss beendet werden. Frau Kollegin Attbullet, Sie können antworten, Sie müssen aber nicht. Alles klar. Dann bekommt nunmehr das Wort für die SPD-Fraktion der Kollege Professor. Er hat es getauscht. Okay, vielen Dank. Das hatte mich leider noch nicht erreicht. Dann bekommt jetzt das Wort der Kollege Dr. Johann Wadephul für die CDU-CSU-Fraktion. Entschuldigung. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Die CDU-CSU-Fraktion
nimmt Ihre neue Rolle als voraussichtliche Oppositionsfraktion an. Und Herr Kollege Stamp, wir freuen uns immer, wenn hier auch Vertreter einer erfolgreichen nordrhein-westfälischen Landesregierung das Wort ergreifen. Aber ich muss schon sagen, wenn Sie uns einerseits auffordern, die Oppositionsrolle anzunehmen und wir dann argumentieren und der Kollege Frey hier auch die innenpolitische Debatte führt, dann darauf zu antworten, wir sollten hier nicht mit parteipolitischen Spielchen anfangen. Da beißt sich also die Katze in den Schwanz. Sie müssen schon auch, wenn wir Opposition machen sollen, und das werden wir machen, dann werden wir hier auch entsprechend auftreten. Dann werden wir auch entsprechende Diskussionen hier miteinander führen müssen. Das hat unser Fraktionsvorsitzender heute eindrucksvoll gezeigt, und das hat auch der Kollege Frey vorhin deutlich gemacht. Also Kuschelkurs, liebe links-gelbe Koalition, die sich hier auf den Weg macht. Kuschelkurs wird mit der CDU-CSU-Fraktion nicht geben, sondern wir tragen unsere Sachargumente vor. Und dabei stehen wir natürlich vor der schwierigen Aufgabe, das wissen hier alle, auch in diesem Hohen Hause, der Abgrenzung von der AfD. Aber heute ist es noch einmal sehr deutlich geworden. Und ich muss sagen, Herr Kollege Curio, was Sie hier wieder an politischer Brunnenvergiftung geleistet haben, hat wirklich wieder fast den Boden ausgeschlagen. Hier von Angreifern zu sprechen, wenn Menschen in der Tat in einer schrecklichen Art und Weise von einem Diktator eingesetzt werden als Mittel politischer, staatlicher Gewalt, dann von Angreifern zu sprechen, finde ich abenteuerlich. Und so schlimm die Situation ist, an allererster Stelle sind es Menschen, zu deren Hilfe und Schutz wir Europäer verpflichtet sind. Herr Kollege Wadefuhl. Ich würde meine Rede gerne fortführen. War es richtig, dass die Bundeskanzlerin auch Herrn Putin angerufen hat und da gesagt hat, dass auch er eine Mitverantwortung hat? Und Sie als die größten Verteidiger von Herrn Putin könnten an dieser Stelle mal einen einzigen Satz dazu sagen, was die russische Mitverantwortung für die jetzige Situation ist. Da würde ich gerne mal von Ihnen was dazu hören. Herr Putin kann sofort stoppen. Fordern Sie ihn doch mal dazu auf. Aber Sie sind doch am Gängelband von Moskau. Und deswegen wagen Sie es nicht, das hier entsprechend aufzuführen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Außenminister hat gesagt, dass es überfällig ist. Und ich muss sagen, Herr Maas, das ist ja auch, wir haben ja die bisherige Bundesregierung mitgetragen, die jetzt geschäftsführend im Amt ist. Das muss ich auch selbstanklagend sagen. 4 Monate macht Lukaschenko jetzt schon diese Aktion. 50 Flüge pro Woche. Und nächste Woche will die EU nun endlich mal etwas machen. Herr Außenminister, ich muss sagen, das muss jetzt endlich bei allen Verhandlungen, die Sie führen über die neue Koalition, das muss Ihre Top-Priorität werden, dass diese Sache mit Belarus gestoppt wird. Da muss die EU endlich in Vorhand kommen. Und wenn es so ist, Frau Kollegin Brandner, Sie haben eine Rede gehalten, wo ich an vielen Stellen zustimmen konnte. Wenn es so ist, dass die Grünen dafür sorgen werden, dass die neue links-grüne Koalition, links-gelbe Koalition, darauf haben wir uns, ja, sie ist auch grün. Wenn Sie dafür sorgen wollen, dass es jetzt eine harte Hand gegen Moskau gibt, dann werden Sie unsere Unterstützung haben. Dabei werden wir Sie unterstützen. Machen Sie weiter. Dazu gehören auch 2% im Bundeshaushalt für Verteidigungsausgaben. Da wünschen wir Ihnen viel Erfolg, und da haben Sie die Unterstützung der CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wadefuhl. Nunmehr folgt für die SPD-Fraktion Herr Professor Lars Castellucci. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auf der Tagesordnung steht Migration, doch wir haben es mit einem Verbrechen zu tun. Wir haben es mit jemandem zu tun, der nicht nur sein eigenes Volk unterdrückt, sondern Menschen auf widerwärtigste Weise anlockt, als Druckmittel benutzen will und im Niemandsland zurücklässt. Und deshalb eine klare Aussage, eine klare Botschaft an Herrn Lukaschenko. Europa ist stärker. Wir haben es hier mit staatlichem Menschenschmuggel zu tun. Und wir werden alles dafür tun, diesen staatlichen Menschenschmuggel zu unterbinden, mit Einwirken auf Belarus, mit Einwirken auf die Länder, wo die Menschen herkommen, mit Einwirken auf die Fluggesellschaften. Wir haben staatlichen Menschenschmuggel, und wir werden das nicht akzeptieren. Wir werden die Rechte Europas hochhalten, und das ist unsere erste Aufgabe.
Ein Wort an die Union. Migration, Steuern, Begrenzen, Ordnen. So lautet Ihr Antrag. Taufrisch ist diese Wahlperiode und schon haben Sie Ihren Grundsatz der letzten Wahlperiode, diesen ungeliebten Grundsatz, der immer dazu kam, über Bord geschmissen. Die Humanität. Aber ich sage Ihnen, es geht, wenn es um Ordnung geht, immer um beides. Es geht nicht um irgendeine Ordnung, sondern es geht um eine Rechtsordnung. Und diese Rechtsordnung erfordert, dass wir das Recht auch an den europäischen Außengrenzen aufrechterhalten. Und dazu gehört immer und zu jeder Zeit die Menschenrechte dazu. Und deswegen Humanität und Ordnung gehören zusammen. Sie sind nicht trennbar. Und lieber Herr Frey oder Herr Wadefuhl, viele Grüße von Linksgrün oder von Linksgelb oder von was auch immer, machen Sie sich mal keine Sorgen um die Mitte. Passen Sie lieber auf, dass Sie nicht zu weit nach rechts rücken. Herr Kollege Castellucci, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Nastic? Nein, danke. Kolleginnen und Kollegen, die an den Außengrenzen, an den Grenzregionen unseres Landes ihre Wahlkreise haben, haben wir berichtet, dass es dort zu abscheulichen Taten gekommen ist, zu Menschenjagden, dass Waffen aufgefunden wurden. Das ist beschämend, das ist abscheulich. Und noch beschämender und noch abscheulicher ist, dass der verlängerte Arm dieser Rechtsextremen hier in diesem Parlament sitzt und hier wieder solche Reden gehalten wurden. Herr Curio, schämen Sie sich einfach für Ihre Rede. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben Grundsätze. An den Außengrenzen Europas soll niemand zu Tode kommen. Wer an unsere Außengrenzen kommt, soll menschenwürdig behandelt werden. Wer nach Asyl nachfragt, der soll ein faires Verfahren erhalten. Niemand soll zurückgeschickt werden, wo Tod und Verderben drohen. Das sind unsere Grundsätze. So steht es in der Europäischen Menschenrechtskonvention und so steht es seit 70 Jahren in der Konvention, was die Rechte von Flüchtlingen angeht. Wir dürfen nicht nachlassen, für diese Rechte uns einzusetzen. Dazu rufe ich uns alle auf. Vielen Dank. Vielen Dank. Für eine Kurzintervention bekommt das Wort Jacqueline Nastic. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Castellucci hat uns ja die Lage beschrieben und ja, es sind Verbrechen. Menschen werden für politische Zwecke benutzt. Sie werden sowohl von Lukaschenko als auch von der polnischen Regierung für ihre schändlichen Zwecke benutzt. Sie sprechen darüber, dass hier Rechte sitzen, das ist vollkommen richtig und kritisieren es, aber an der polnischen Regierung sind die Brüder im Geiste der AfD. Und dass hier niemand darüber spricht und es endlich einfordert, dass internationale Beobachterinnen, dass Menschenrechtsorganisationen von dieser Regierung endlich einen freien Zugang bekommen, macht mich auch übrigens als Polin wirklich traurig. Denn die Regierung tut alles, aber nicht den Menschen in Not zu helfen. In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte haben wir uns dazu verpflichtet. Nicht zuletzt eine Frage an alle, die hier geredet haben aus verschiedenen politischen Ecken. Es wird darüber gesprochen, woher die Menschen kommen. Sie suchen Schutz. Es wird nicht darüber geredet, wieso sie fliehen. Dass die Menschen aus dem Jemen kommen, dass sie aus dem Irak kommen, aus Syrien, auch viele Kurdinnen und Kurden, dass diese Menschen vor Regime Change und auch teilweise vor Beteiligung der NATO-Kriege fliehen und auch noch, dass in den Staaten wie Saudi-Arabien und die Kriegskoalition diese Kriege mit Waffen aus Deutschland ausgerüstet werden, auch das sind Verbrechen an diesen Menschen. Und deswegen hat man erst recht die Verantwortung, sich hier aufzunehmen und ihnen an der polnisch-russischen, weißrussischen Grenze endlich zu helfen. Vielen Dank. Herr Kollege Castellucci, mögen Sie antworten? Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegin. Vielen Dank, dass Sie sich zu Wort gemeldet haben. Ich will darauf reagieren. Ich finde, Sie müssen aufpassen, dass Sie das Geschäft von Herrn Lukaschenko, der ja anstrebt, Europa zu spalten, nicht hier selber auch noch mal vorantreiben. Wir müssen als Europa zusammenstehen in dieser Krise. Und deswegen geht es jetzt nicht darum, Vorhaltungen zu machen, sondern zu gemeinsamen Lösungen zu kommen.
Ich bin kein Freund von Mauern oder Zäunen und den Dingen, die da jetzt wieder entstehen, aber ich halte auch nichts von dem Konzept Ihrer Fraktion, dass es einfach Free Choice geben soll und dass jeder kommen kann. Unsere Überzeugung ist, Migration braucht gute Regeln und wir werden immer dort helfen, wo Hilfe nötig ist, soweit es in unseren Möglichkeiten steht. Das wünsche ich mir und das erhoffe ich mir als die Leitlinie unserer neuen Bundesregierung. Vielen Dank. Vielen Dank. Nunmehr hat als letzte Rednerin in dieser Debatte das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Andrea Lindholz. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. In unserem Antrag heute geht es um die migrationspolitische Notlage an der östlichen EU-Außengrenze. Der weißrussische Diktator Lukaschenko benutzt dort verzweifelte Migranten, um die EU zu spalten, und das dürfen wir ihm nicht durchgehen lassen. Wir sehen heute in dieser Debatte wieder auch die schwierigen Prozesse des Grenzschutzes auf der einen Seite und natürlich die Tatsache, dass es immer auch um Menschen geht, dass es um Migranten geht. Zunächst einmal begrüßt es die Unionsfraktion, dass der geschäftsführende Bundesinnenminister die Schleierfahndung bereits ausgeweitet und die Bundespolizei an der Grenze zu Polen deutlich verstärkt hat. Unsere Sorge ist aber, dass Deutschland als Führungsnation in der EU auf diese perfide Strategie von Lukaschenko, Putin und Erdogan nicht entschlossen genug reagiert. Die alte Bundesregierung ist nicht mehr wegweisend im Amt. Die neue Bundesregierung, die kommen wird, ist es noch nicht. Deutschland und die EU, sie dürfen sich nicht von den Machenschaften des weißrussischen Diktators Lukaschenko erpressen lassen. Wir müssen und dürfen nicht nachlassen, Migration weiterhin zu ordnen, zu steuern und zu begrenzen. Deutschland ist nach wie vor Hauptzielland für irreguläre Migration. Wir dürfen daher auch nicht, wie es die Ampel offensichtlich vorhat, neue Anreize durch Spurwechsel, durch Erhöhung von Asylbewerberleistungen oder Änderungen bei der Staatsangehörigkeit schaffen, weil damit schaffen wir neue Hoffnungen und einen neuen Druck Richtung Europa und Richtung Deutschland. Kollegin Lindholz, erlauben Sie eine Zwischenfrage von den Grünen? Unser Motto muss es sein, Ordnung statt Erpressung und nichts anderes. Falsche Signale dürfen wir nicht zulassen. In der aktuellen Situation fordern wir von der Bundesregierung eine Reihe von Gegenmaßnahmen in unserem Antrag. Drei davon möchte ich exemplarisch anreißen. Erstens soll die EU Polen, aber auch Litauen und Lettland beim Schutz der gemeinsamen Außengrenzen in jeder Hinsicht unterstützen. Denn freie Binnengrenzen gibt es nicht ohne sichere Außengrenzen. Und ohne sichere Außengrenzen gibt es auch keine Ordnung in der Migration. Und wir dürfen unsere polnischen Nachbarn mit diesem Akt der hybriden Kriegsführung auch nicht alleine lassen. Darauf hat bereits Manfred Weber, der EVP-Vorsitzende, hingewiesen, Fraktionsvorsitzende hingewiesen. Die Fluglinien und Staaten müssen sanktioniert werden, die dem Regime in Minsk diese irreguläre Migration ermöglicht. Dazu gehören auch europaweite Lande- und Überflugverbote. Und es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, warum es jetzt Wochen braucht, bis hier gehandelt und reagiert wird, stattdessen falsche Visa ausgestellt werden und diese noch nicht einmal kontrolliert werden. Es muss hier Sanktionen geben. Und die EU darf auch die Rückführung von nicht schutzberechtigten Personen, muss sie forcieren und darf auch die Sekundärmigration vor allem nach Deutschland nicht zulassen. Wir müssen diese Sekundärmigration wirksam unterbinden. Erlauben Sie eine Zwischenfrage? Nein, Deutschland hilft. Deutschland hilft wie kein anderes Land bei der Aufnahme, bei der Integration, bei der Hilfe vor Ort in Krisengebieten. Darauf können wir stolz sein. Darauf werden wir auch nicht nachlassen. Aber was wir nicht akzeptieren können, ist, dass mit kurzsichtiger Migrationspolitik neue Anreize geschaffen werden und dass wir mit nicht klaren, schnellen und zügigen Sanktionen Menschenleben aufs Spiel setzen und Schmugglern, Diktatoren und Populisten in die Hände spielen. Das, sehr geehrte Damen und Herren in diesem Parlament, kann nicht unser Ansatz sein. Und deswegen bitte ich Sie auch, unserem Antrag zuzustimmen für eine Ordnung und für eine Begrenzung und gegen diese Politik der hybriden Kriegsführung. Das Wort erhält für eine Kurzintervention Julian Palke aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Frau Lindholz, auch Sie haben gerade wieder diese Formulierung benutzt, der hybriden Kriegsführung. Ich bin heute Nacht dort aus dem Grenzgebiet zurückgekommen und ich habe gesehen, wer dort an der Grenze steht. Das sind keine Waffen, das sind Menschen. Das sind Menschen, die teilweise 6-mal zurückgebracht worden sind. Zurück in die Arme von Lukaschenko, in die Arme der brutalen Einheiten, die dort an der Grenze stehen. Darum geht es. Das sind Menschen, die sich in den letzten Wochen teilweise von Blättern ernährt haben, weil es nicht zu essen gab, die Wasser aus Pfützen trinken müssen. Und das, was dort, ja, und Sie toben jetzt, wissen Sie, worum es geht? Es geht um nichts anderes als um die Menschenrechte, um die universellen Menschenrechte. Und ja, Sie können mich jetzt hier anschreien, aber ich sage Ihnen eins, diese Rechte, die würde ich auch für Sie verteidigen, wenn Sie angegriffen würden. Das ist der Sinn und das ist der Zweck von universellen Grundrechten. Und um nichts anderes geht es, als um diese Gültigkeit. Und dafür müssen wir uns einsetzen und auch für die Gültigkeit der Menschenrechte in unserer Europäischen Union. Vielen Dank. Kollegin Lindholz, möchten Sie antworten? Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Kollege, ich kann das verstehen, denn es geht natürlich um Menschen. Tatsache ist aber, dass Lukaschenko hier mit seinem Regime nichts anderes macht, als Menschen als Waffen zu besitzen und damit eine hybride Kriegsführung betreibt. Und das ist nichts anderes. Und ich kann es nicht gutheißen, dass Menschen sich mit Visa, die sie offensichtlich erhalten, auf Wegen, die sie eigentlich gar nicht nehmen dürften oder könnten, unkontrolliert Richtung Belarus begeben und dann weiter an die polnische Grenze. Weil es sind genau die Menschenrechte, gegen die wir uns hier auch oder für die wir uns hier auch einsetzen müssen, indem wir nämlich dafür Sorge tragen, dass Menschen nicht als Waffen benutzt werden. Und das ist einfach der Punkt. Wenn ich für Menschenrechte bin und dann aber akzeptiere, dass mit dem Leid der Menschen hier ein ganz mieses Spiel getrieben wird, das hat für mich auch mit der Wahrnehmung von Menschenrechten nichts zu tun. Und mir ist vollkommen klar, dass es eine schwierige Abwägung ist. Aber wenn wir hier nicht entschieden und klar auch vorgehen und Grenzen setzen, und da ist die Europäische Union viel zu spät unterwegs, dann werden wir das immer und immer wieder erleben. Und am Ende sind es die Menschen, um die es hier geht und um niemanden anderen. Vielen Dank. Ich schließe dann die Aussprache. Wir kommen zum Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 28 mit dem Titel Migration ordnen, steuern und begrenzen, neue Pull-Faktoren verhindern, Lukaschenko stoppen. Die Fraktion der CDU-CSU wünscht Abstimmung in der Sache. Die Fraktionen der